Guten Tag. Hallo und guten Tag zum Klima-Umwelt-Time-is-up-Special für den Winter 2023 live aus Zürich. Also wir sind hier mal in einem anderen Land. Bisher ist das ja immer aus Deutschland, aus England gelaufen. Jetzt ist es aus der Schweiz. Es gibt einiges Neue. Nehmt euch ein bisschen Zeit, setzt euch ruhig hin. Ich zeige euch nur Zahlen und Messungen und Daten. Für die, die die Serie nicht kennen, die läuft schon länger. Das hat angefangen im Europaparlament, da habe ich mal einen Vortrag gehalten. Und dann immer wieder in verschiedenen Ländern, immer die neuesten Zahlungen und Messungen und Daten zu Umwelt, Kohlenstoffdioxid, Wärme, Überschwemmungen und so weiter, damit ihr mal selber einschätzen könnt, was Phase ist. Und ich zeige euch am Ende auch ganz fest versprochen etwas, was ihr tun könnt, wenn ihr daran Interesse haben solltet. Fangen wir erstmal mit dem Allerverrücktesten an, meiner Meinung nach, was dieses Jahr passiert ist. Das war, dass wir unheimlich viele Blümchen gesehen haben, jetzt in den letzten Tagen. Also man muss dazu sagen, es ist jetzt Mitte November 2023, Anfang Mitte. Und überall blühte es so ganz freundlich vor sich hin. Wir haben hier Schmetterlinge gesehen an diesen Schmetterlingsbüschen mit einem schönen Schmetterling dran. Knopfkraut, die Malve wuchs. Und zu Besuch kam dann auch noch die Wanze, die natürlich, wenn es was kälter wird, eigentlich in Schuppen und Keller und Wohnungen und Scheunen fliegen oder so. Aber da haben wir sie noch draußen gesehen. Ein besonders schönes Exemplar. Und das nächste Bild, das ist von vorgestern. Da haben wir in der Küche dieses kleine Lebewesen gesehen, was zur Gruppe der Zweiflügler gehört. Und das ist jetzt schon ein bisschen seltsam. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr schon mal im November Fliegen und Mücken in euren Wohnungen gesehen habt. Also ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Schauen wir mal, wann diese Lebewesen leben. Also wann diese Tiere und die Pflanzen so leben. Das Knopfkraut, was ihr da gesehen habt, das blüht. Also ich zeige es euch deswegen, weil die Blüten zu sehen sind. Das blüht von Juni bis Oktober und ist sehr frostempfindlich. Das sehen wir in voller Blüte im November. Dann haben wir hier die Malve, die blüht von Mai bis September. Wir haben aber November. Das Bild habe ich vor wenigen Tagen aufgenommen. Dasselbe gilt für den Schmetterling hier. Und das ist ja eh ein Wunder, dass man überhaupt noch mal einen Schmetterling sieht. Ihr wisst ja, dass die Tiere es schon fast alle dahin gerafft hat, die Insekten. Darüber habe ich schon in den früheren Vorträgen geredet. Aber schauen wir uns mal den Schmetterlingsstrauch an. Der blüht von Juli bis September. Auch hier wieder, ihr wisst schon, ihr könnt es jetzt schon mitsprechen, wir haben November. Und das Allerlustigste ist eigentlich dieses Ruderalpflänzchen, was ihr auch sehr leicht finden könnt. Das blüht von Mai bis Juni. Und zuletzt nochmal die kleine Wanze, die ihr gerade gesehen habt. Dann habt ihr das auch schon geschafft. Die überwintert als Erwachsene. Deswegen kommen die also immer in die Wohnungen und in die Scheunen und in die Keller und so weiter. Aber die entwickelt sich nur bei über 14 Grad. Das könnt ihr euch mal merken. Also, wir haben jetzt im November offensichtlich eine Temperatur, wo dieses erwachsene Tier sich noch frei draußen rumbewegen kann, obwohl, wenn überhaupt, man das Tier irgendwo ruhig sitzend, bewegungslos in irgendeiner Ecke, in irgendeinem Keller oder sowas finden könnte. Wie kommt das? Ihr ahnt es schon, ihr ahnt es schon. Es ist immer wärmer geworden. Falls ihr euch noch daran erinnert, beim vorletzten Vortrag habe ich euch gezeigt, dass ein Kollege eine ganz merkwürdige Meldung gemacht hat, gesagt, Leute, irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Also nicht das, was wir sonst so kennen, was nicht stimmt, sondern jetzt stimmt was anderes nicht. Das ist viel zu warm. Ne? Die Daten, die ihr hier seht, das zeige ich euch mal kurz, das ist die Temperatur. Also hier unten sind 11 Grad, hier oben sind 18 Grad Durchschnittstemperatur. Und dann sind hier die Jahre, die blauen Jahre, die ihr hier unten seht, das sind die 1940er, 1950er Jahre. Dann wird es immer wärmer. Hier sind so beigefarbene Jahre, die dann so ein bisschen ins Orange übergehen. Das sind die 2000er Jahre, 2010er Jahre. Und dann sind wir jetzt in der Gegenwart angekommen. Und im Juli, als der letzte Vortrag stattgefunden hatte, der vorletzte, hat der Kollege gesagt, und weil das ist hier, sind ja die Temperaturen hier, die Temperaturen sind so hoch, das gibt es doch gar nicht. Also selbst durch El Niño, den wir gerade haben, also eine weltweite Wärmewelle, die immer so ein paar Jahre dauert und dann wird es wieder ein bisschen kälter, ist das nicht erklärbar. Und man merkte richtig, wie der Schweißperlen auf der Stirn hatte. So ist es weitergegangen. Schauen wir mal eine Meldung von heute oder von gestern. Nee, ich glaube, die ist sogar wirklich von heute. Hier seht ihr das. Das ist also dieselbe Kurve. Hier sind wieder 11 Grad Celsius. Hier wird es immer wärmer. Hier sind es jetzt 17,5 Grad Celsius oder 18 Grad. Warte mal, ich vergrößere euch das mal. So, da könnt ihr das besser sehen. Und jetzt haben wir hier wieder unten die Grundlinie der Temperaturen von 1850 bis 1900. Und darüber ist dann die Linie bis 2020. Also ist nicht lange her, ne?
Also 2020 waren die Durchschnittstemperaturen schon deutlich höher als zwischen 1850 und 1900. Aber okay, ne? Also sie sind so krass unter den Temperaturen, die wir jetzt dieses Jahr haben. Das ist 2023, Januar bis Oktober. Also neuere Werte gibt es jetzt natürlich noch nicht, weil die erst noch statistisch geprüft werden müssen. Aber ihr seht das schon, das ist super, super krass. Also 2023 hat alles weggehämmert. Ohne Scheiß, so richtig, richtig hart. Das könnt ihr hier mal sehen. Das sind die Temperaturanomalien, wenn man die von der NASA jetzt dargestellt in einem Filmchen. Da könnt ihr sehen, zugrunde gelegt sind die Temperaturen so von 1880 bis 1884. Und jetzt könnt ihr sehen, wie sich das verändert. Je röter es wird, umso wärmer wird es. Zunächst mal hier so in Afrika habt ihr gerade das Aufleuchten sehen. In Lateinamerika, ne, wird es dann so ein bisschen rot. Hier sind wir jetzt in den 1920er. Jetzt geht es in die 1940er Jahre. Da merkt man schon hier oben, wird es deutlich wärmer, also Richtung Pole. Hier unten ist es auch kurz rot aufgeblitzt, aber es ist immer noch so, seht ihr noch so gelblich und bläulich. Also es ist alles noch halbwegs im Griff. Und jetzt fängt es auf einmal an, in den 2000er Jahren, es wird alles flammrot. Unfassbar. Ne? Also das ist wirklich super hart. Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Die Temperaturgrundlinie, die zugrunde gelegt wurde, war 1951 bis 1980, nicht die 1880er Jahre. Also schon aus einer relativ neuen Zeit. Ich würde es euch am liebsten nochmal zeigen. Ich zeige es euch einfach nochmal, weil es so hart ist. Also, die Grundlage sind die Temperaturdaten von ungefähr 1950 bis 1980. Und jetzt seht ihr hier oben, wie es im Vergleich dazu immer wärmer, beziehungsweise jetzt auch natürlich dann auch mal kühler ist. Und ne, das sieht also noch bis in die 40er Jahre, obwohl es da auch schon mal so Erwärmungsmessungen gab, wie gesagt, an den Polen, schon ganz schön krass aus. Aber jetzt bewegen wir uns in die 1970er Jahre. Seit den 1970ern ist eh bekannt, dass es super krass wärmer wird. Das weiß seit den 1970er Jahren wirklich jeder. Es tut mir leid, da kriege ich immer Anmerkungen zu. Ist aber so, weil es schon in allen Zeitungen und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen veröffentlicht wurde. Und jetzt seht ihr den Zustand, den wir jetzt haben. Und hier ist Deutschland, da wo der grüne Punkt ist. Ist das jetzt irgendwie besorgniserregend? Ja, ist es. Wir hatten einen Rekord September, das ist im September 2023 schon rausgekommen. Da seht ihr das, 2013 hatten wir zu der Zeit Temperaturen 13 Grad ungefähr, dann hier ungefähr 16 Grad, 2018 und jetzt 18 Grad. Das ist absolut nicht normal. Ihr müsst euch vorstellen, so eine Lebensspanne eines Menschen ist schon kurz im Vergleich zum Erdzeitalter oder so, da kommen wir gleich noch zu. Aber im Vergleich von 2013 bis 2023, das ist nichts. Also wenn in 10 Jahren die Durchschnittstemperatur so krass steigt, das sprengt jede naturwissenschaftliche Vorstellungskraft. Das ist nichts, was jemals passiert ist. Das ist nicht irgendwie harmlos oder da können wir uns dran anpassen oder so, sondern das ist wie wenn zwei Straßenbahnen ineinander krachen oder so, ja. Klar, kann mal passieren, aber das ist nicht normal. Da muss man sich drum kümmern. Viele Meldungen dazu habt ihr vielleicht gelesen. Hier ist zum Beispiel eine von Ende September 2023. Sommertemperaturen zum Herbstanfang. Schwitzen im September war dieses Jahr Realität. Für die Jüngeren, niemand hat Ende September noch geschwitzt und Temperaturen bis 29 Grad wurden dann da gemessen. Das kann Ihnen vielleicht in irgendeinem super seltenen Ausnahmefall mal passiert sein, aber das gab es normalerweise gar nicht. Und dazu gibt es sehr, sehr gute Daten. Schauen wir uns die mal an. Das sind die Daten von Oktober 2023. Wie gesagt, die Novemberdaten gibt es jetzt noch nicht. Und ihr seht jetzt hier sehr, sehr deutlich, wenn ihr die Temperaturungleichgewichte anschaut, also die zu viel oder zu wenig, würde man auch sehen, Temperatur, dann ist das Rote jetzt wieder zu viel. Und ihr könnt hier wunderbar sehen, wie, wenn man das jetzt gegen das Mittel von in diesem Fall 1960 bis 1990 vergleicht, also jetzt nicht irgendwie aus der Steinzeit irgendwas, dazu kommen wir allerdings gleich auch noch, da werdet ihr sehen, wie unglaublich warm das war. Also das schlägt ja schon ins Violette um. Und diejenigen von euch, die in Baden-Württemberg oder so gelebt haben oder hier in diesen bisschen westlicheren Bereichen, die Rheinland-Pfalz, die wissen das sowieso, das war einfach nicht mehr auszuhalten. In den USA, das zeige ich euch jetzt nicht, war es teilweise so krass. Die Temperaturunterschiede, die normalerweise stattfinden, dass wenn man auf den Boden gefallen ist, hat man sich Verbrennungen vom aufgeheizten Boden zugezogen. Kein Witz. Also diese Meldungen sind tatsächlich nicht irgendetwas, was jetzt nur in den letzten 10 oder 20 Jahren oder so etwas Besonderes ist, sondern die sind tatsächlich historisch, da könnt ihr das auch wieder sehen, über 35 Grad Celsius in Europa im November. Ne? Jetzt stehen wir gerade hier. Und jetzt mal ganz im Ernst, wenn euch jetzt irgendeiner erzählen möchte, dass er oder sie schon mal 35 Grad Celsius in Europa im November erlebt hat, dann lügt diese Person.
Das braucht ihr nicht zu glauben, da braucht ihr euch keinen Scheiß erzählen lassen, das ist einfach nur ein Märchen, das ist einfach nur erfunden. Und dieser Temperaturrekord ist jetzt in dem Fall in Griechenland aufgetreten. Da sagt er vielleicht, ja, da ist es ja immer so warm, aber ihr habt es ja gerade eben gesehen, das stimmt nicht. Es ist überall so, Europa, auf der ganzen Welt, an den Polen. Es wird überall die ganze Zeit immer wärmer und es hat keineswegs nur etwa was mit Griechenland zu tun. Aber 35 Grad, das ist so hart, weil viele Leute uns immer fragen, ja, warum bringt ihr nicht mehr Gefühl und mehr Angst und mehr Aufregung in die Vorträge? Ja, weil ich euch die Zahlen zeigen möchte. Aber ihr merkt schon, das ist selbst für Naturwissenschaftler wie mich, ist das wirklich jenseits dessen, was man sich irgendwie auch im Labor oder sonst wo mal vorstellen kann. Oktober war natürlich dasselbe, also wir haben ja gerade von November geredet. Oktober 23 war der heißeste und jetzt wird es interessant, je gemessene. Deswegen habe ich gerade gesagt, wir reden hier nicht von irgendwie 10 Grad Celsius, die über irgendwie einen kurzen Zeitraum mal kurz als verrückte Wetter- oder Klimaerscheinung aufgetreten sind. Wir reden davon, dass das der heißeste, gemessenste Oktober war und ihr lest richtig, da steht, das ist wahrscheinlich der heißeste je gemessene, wenn man so will, Oktober oder Jahreszeit seit 125.000 Jahren. So, und jetzt möchte ich nochmal Opa und Oma hören oder auch junge Leute, die das irgendwie verleugnen oder eure Eltern oder eure Freunde oder Freundinnen oder irgendwen auf der Straße, der euch erzählt, ja, das kriegen wir schon in den Griff. Wenn das der wärmste Herbst seit 125.000 Jahren war, ich weiß nicht, wisst ihr, was vor 125.000 Jahren gelebt hat? Ne? Also da sah die Welt völlig anders aus. Das ist also nichts, was wir als Menschen noch hinkriegen können. Also insgesamt ist das Jahr 2023 auf dem besten Wege, das wärmste seit 125.000 Jahren zu werden. Und das ist keine Meinungsäußerung, das beruht auf den Klimadaten. Ihr habt gerade gesehen, das sind die NASA-Daten, das sind die Daten vom Climate Reanalyzer und von Copernicus. Also das sind irgendwelche Satelliten, Wetterstationen und so weiter. Die interessieren sich überhaupt nicht für Meinungen oder für sonst irgendwas, sondern die messen das einfach nur. Ne? Also deswegen, das ist eine Tatsachenfeststellung, das ist keine Meinungsäußerung. Da braucht man auch nicht rumdiskutieren und sagen, ja, ach, glaube ich nicht oder so, weil das ist keine Glaubensfrage. Das ist gemessen, ne? Seit mittlerweile jetzt Jahrzehnten. Hier seht ihr das nochmal. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Abbildung. Die vergrößere ich euch auch nochmal. Ich will euch nur nochmal die Quelle kurz zeigen. Das ist vom 4. November eine Meldung, also vor wenigen Tagen. Und da könnt ihr wieder das, was ihr schon kennt, sehen. Also hier, ihr könnt euch sehen, ich vergrößere es mal. Hier seht ihr jetzt nicht die Temperatur als solche angegeben, sondern ihr seht wieder diese Temperaturabweichung, von der ich vorhin schon gesprochen habe, zu der Grundlinie. Das ist jetzt, soweit man das sehen kann, bis jetzt ist das, sind das die Tage im Jahr 2023 bis November, also bis 3. November. Also hier ist 1. Januar 2023 und die rote Linie ist jetzt dieses Jahr 2023 und hier endet das am 3. November 2023. Darunter seht ihr alle anderen Jahre seit 1982 und zwar jetzt von der Meerestemperatur. Da kommen wir gleich noch zu. Warum ist das so wichtig? Die letzten Vorträge kennen, die wissen das schon. Es ist nicht nur auf der Erdoberfläche super heiß, sondern auch im Meer und zwar auch in der Tiefe des Meeres. Und das ist deswegen so wichtig und das ist eigentlich das Katastrophalste gemessen, was ich als Biologe mir überhaupt vorstellen kann, weil das Meer hat die ganze Wärme aufgesaugt. Das Meer hat die Wärme gespeichert. Ne? Also jetzt, wo die Wärme im Meer so stark ansteigt, ist die Grenze dessen erreicht, was das Meer noch aufnehmen kann. Und jetzt habt ihr schon gehört, die Landflächen sind so krass aufgeheizt, dass natürlich alles verdorrt, dass wir eine Wahnsinnsdürren in letzter Zeit haben. Zwischendurch regnet es dann mal wie verrückt, dann kann die Erde das aber nicht mehr aufnehmen, weil der Boden so dürr ist. Das heißt, der Boden muss ein bisschen feucht sein, damit auch der Regen einsickern kann. Und insgesamt ist jetzt auch im Meer der Punkt gekommen, jetzt im November 2023, das ist ganz, ganz aktuell, dass wir sagen müssen, es ist, hier oben stand vorhin, ich weiß nicht, was das heißt, Code UFB, nennen wir es mal auf Deutsch, unfassbar, Code unfassbar. Das ist etwas, wenn ihr diese Grafik lest, als Physiker, Physikerin, Biologe, Biologin, Chemiker, Chemikerin, Mathematiker, Mathematikerin, dann ist das, das ist so schlimm, wie als ob jemand gestorben wäre, den ihr sehr gut kennt. Da weiß man im ersten Moment überhaupt nicht, was man jetzt noch sagen soll. Das ist unfassbar, Code unfassbar. So können wir den Vortrag auch direkt nennen. Also hier seht ihr diese Messergebnisse. Und da gibt es natürlich, das kennt ihr vielleicht aus den letzten Vorträgen schon, gibt es natürlich jetzt auf den Daten, die wir haben, weil wir wissen ja, wie sich die Erde als Gesamt, wenn wir es mal wollen, wenn ihr so wollt, biologischer, chemischer, physikalischer Gesamtgegenstand verhält. Wir wissen ja, wie das weitergeht. Und das ist hier mal ausgerechnet. Hier seht ihr die Temperaturen
die von 1920 wieder als Abweichung angegeben werden, also im Meer jetzt. Das sind jetzt immer noch die Meerestemperaturen, nicht die Temperaturen auf dem Land. Und hier seht ihr die Jahre 1920, 1940 und das geht dann weiter bis 2080 bzw. 2100. Und die Abweichungen, die wir jetzt erleben, also die ihr gerade eben gesehen habt, die sind jetzt so hart, dass wir leider etwas gelernt haben. Weil die Erde kann sich nur in dem Rahmen verhalten, in dem sie ist aus irgendwas aufgebaut, ne? Aus Gestein, aus Luft, aus Wasser. Wir wissen, wie die zusammengesetzt ist und wie die sich verhalten kann. Und jetzt seht ihr, wie nach den Vorhersagen des Weltklimarates, die nur auf Messungen beruhen, nicht auf Meinungen, nur auf Zahlen und Messungen beruhen, hat man jetzt ausgerechnet, wie sich das weiter verhält. Und jetzt könnt ihr sehen, die Meerestemperaturen schwanken hier sozusagen um Null. Also das war die Durchschnittstemperatur, die hier geherrscht hat eine lange Zeit und schwankt halt so hin und her. Und jetzt, wo wir aber wissen, dass es wirklich deutlich wärmer wird als sonst, wird es auf jeden Fall ganz, ganz schlecht. Also es gibt gar keinen Spielraum mehr dafür, dass wir uns hier an dieser unteren Linie aufhalten. Den gibt es nicht mehr. Das ist vorbei. Also wenn ihr diesen Vortrag hört und verstanden habt und euch die Messungen von mir aus auch nochmal selber anguckt, dann könntet ihr mitnehmen, time is up. Das heißt, wir müssen jetzt unbedingt sehr schnell sehr viel tun und zwar nicht quatschen. Ne? Das ist klar, da komme ich am Ende nochmal zu. Also das sind die Projektionen und selbst die freundlichste Vorhersage liegt hier schon bei Werten, die das Meer überhaupt nicht mehr aushalten kann. Nicht das Wasser, sondern natürlich die ganzen Lebewesen da drin. Und von da ihr jetzt mittlerweile aus den Vorträgen von mir und von vielen anderen hoffentlich auch wisst, dass wir ein riesiges Lebensnetzwerk sind, wenn die ganzen Lebewesen nicht mehr leben können. Und nein, die können sich auch nicht so schnell anpassen. Das hören wir auch immer. Anpassung geht nicht bei Wirbeltieren und bei vielen anderen Lebewesen über so kurze Zeiträume. Dann haben wir hier also das, was wir schon in vielen Meeren sehen, totale Korallenbleiche, einfach nur den Tod, muss man mal ganz ehrlich sagen. So. Jetzt wird das Ganze natürlich auch, weil ich ja vorhin gesagt habe, das ist in den 1970ern schon bekannt gewesen, alles, also seit über 50 Jahren. Und da denkt ihr euch, der Marc, der erzählt das nur, das stand in der Presse, das stand in Büchern, wo denn? Und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Naja, also das könnt ihr selber googeln, das ist mittlerweile überall gut verfügbar, auch bei YouTube. Aber jetzt passiert wieder dasselbe. Jetzt steht es wieder in der Zeitung. Ich nehme jetzt extra mal die Bild-Zeitung, weil da kann jetzt natürlich jeder sagen, ich habe noch nie die Bild-Zeitung gelesen, aber ich glaube, dass in Wirklichkeit sehr viele Leute zumindest mal da reingucken. Und da sieht man dann so erste Winterprognose da. Das war jetzt Ende November. Gibt es bald keinen Schnee und Frost mehr? La la la. So, ne? Und viele haben sich ja schon daran gewöhnt. Die Ines hat schon eine Wette laufen, dass es dieses Jahr zu Weihnachten 20 Grad Celsius werden. Da werden viele sagen, ja, ist doch schön, dann ist es halt nicht mehr so kalt und dann werden die Fingerspitzen nicht kalt und die Schuhe und die Zehen und so. Aber ihr wisst natürlich, wenn das so schnell passiert, wie wir es jetzt beobachten, fragt mal eure Eltern, Großeltern, dass es früher natürlich sehr wohl noch Schnee im Winter gab, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass das in der Öffentlichkeit verstanden ist. In den Alpen, Schneeflaute, Skigebiet macht für immer dicht. Nö, nö, nö. Ist halt so, ne? Klar, das wussten wir alle schon sehr lange, dass das passieren würde. Und gerade in Österreich, in Bayern und in der Schweiz wird das auch sehr, sehr, sehr groß dargestellt. Ich war im Naturkundemuseum in Wien, im Naturhistorischen Museum. Da war schon vor, boah, bestimmt 10 Jahren eine Ausstellung darüber, wie die Berge wohl aussehen, wenn es da gar keinen Schnee und gar keine Gletscher mehr drauf gibt. Und dann standen alle Leute davor und haben gesagt, boah, krass. Aber das hat mit uns direkt was zu tun. Wir können das ja ändern. Wir haben es ja gemacht. Wir Menschen haben es gemacht. Nur wir Menschen. Niemand sonst. Auch nicht irgendwelche Veränderungen im Weltraum. Ne? Das habt ihr in einem Vortrag von mir schon mal gesehen. Wenn nicht, könnt ihr euch den nochmal angucken. Also, auch in der Bild-Zeitung steht drin, 26. August, ne, diesen Jahres, Temperatur der Ozeane erreicht neuen Höchstwert. Also da kann jetzt wirklich keiner sagen, dass er das noch nie gehört hat. Und wie eindrücklich das ist, habt ihr jetzt aus dem Vergleich mit den letzten Jahrhunderten oder den letzten 125.000 Jahren gesehen. Da steht dann in der Bild, die Oberflächentemperatur hat neue Höchstwerte erreicht. Hier habe ich schon erwähnt, das könnt ihr alle im Climate Reanalyzer, das sind einfach alle Daten, die es dazu gibt. Der ist öffentlich, gratis. Ne, könnt ihr das nachgucken und selber nachrechnen, weil ich das manchmal auch gefragt werde, wo kann ich das nachrechnen? Die Daten könnt ihr euch alle gratis runterziehen. Und das ist ein Wert, der in den jetzt in dem Fall 40 Jahren der Aufzeichnungen niemals erreicht wurde. Ne? Die Treibhausgase sind schuld, steht im selben Artikel von der Bild-Zeitung. Das heißt, mehr als 90% der durch die Treibhausgase entstehenden Wärme wurden von den Ozeanen aufgenommen. Wurden, muss ich jetzt sagen, so langsam, weil bald geht es nicht mehr. Und es geht leider jetzt mittlerweile bis zu 2 Kilometer Tiefe. Wenn ihr euch daran erinnert, ich habe vor
in einem halben Jahr einen Vortrag dazu gemacht. Da haben wir das erste Mal, also wir als Forschungsgemeinschaft, gesehen, dass in der Tiefe des Meeres tatsächlich diese warmen Temperaturen ankommen. Das war Anfang 2023, diesen Jahres, in dem ich jetzt hier gerade stehe und zu euch rede, war das noch gar nicht so super sicher, weil die Messungen noch nicht so perfekt waren. Aber seit diesem Jahr wissen wir das. Also ihr merkt schon, es kommt eine Hammergranate nach der anderen runter, die wirklich auch Sprengkraft hat, wenn man bei diesem kriegerischen Vergleich mal bleiben will. Leider ist es aber so, dass politisch wenig gemacht werden kann. Ihr wisst vielleicht, dass nicht nur der deutsche Bundeskanzler, sondern natürlich weltweit die Politiker, Politikerinnen sagen, okay, wir müssen aber unsere Wirtschaft am Laufen halten. Unsere Wirtschaft erzeugt aber nur mal Kohlenstoffdioxid. Also sagen wir, wir tun alles, was wir können. Wörtlich, man tue alles, sagt Kanzler Scholz. Das richtet sich nicht gegen den Kanzler Scholz. Der muss sich natürlich auch um die Wirtschaftsfragen und um alles andere kümmern und um eure Rente und um alles Mögliche. Aber das ist schon krass, das zu sagen, weil es steht halt überhaupt nicht in Einklang mit den Messungen. Das wäre so, als ob ich jetzt sagen würde, hier, ich habe 14 Finger. Ne? Das ist so. Und das ist aber nicht so, weil es nicht mit der Messung in Einklang steht. Und interessant ist natürlich, dass dann viele Menschen auf das ihnen Bekannte springen und sagen, ja, was ist denn, wenn es zu heiß wird? Dann kann ich ja gar nicht mehr nach Griechenland in Urlaub fahren. Nur wenn es in Griechenland auf einmal 40, 45 Grad heiß werden. Ja, das ist aber leider auch schon in Deutschland, Österreich, Schweiz so, dass diese Temperaturen erreicht werden, diese super krassen Höchsttemperaturen. Und ich muss da ein bisschen schmunzeln, weil, haltet euch fest, tatsächlich steht in der Bild, was bedeutet das warme Meer für meinen Urlaub? Ja, das bedeutet, dass das biologische System, der Planet Erde, nicht mehr funktioniert. Ob das Meer schön warm ist oder nicht schön warm ist oder zu warm ist und dann auf einmal irgendwelche Erreger darin rumschwimmen, das ist ja wohl echt das allerkleinste Problem, wenn es am Ende nichts mehr zu essen gibt oder so. Ne? Also, manche Leute glauben, dass es noch Hoffnung gibt, aber das wäre nur, wenn man wirklich was tut. Und dazu kommen wir gleich. Ich sage es euch jetzt schon, das wird nicht passieren. Das wissen wir durch Messungen, dass es nicht passieren wird. Ne? Also, die Meere erwärmen sich und die Erwärmungsgeschwindigkeit hat sich mindestens verdreifacht. Also ihr habt es jetzt gehört. Es ist die höchste Temperatur, sie geht bis in 2 Kilometer Meerestiefe und sie hat sich verdreifacht seit den 1980er Jahren. Was passiert natürlich, wenn es mehr wärmer wird, außer dass das Urlaubsschwierigkeiten geben kann? Natürlich, ich finde das total verrückt, dass man sich da Gedanken über das Wasser im Urlaub macht. Deswegen, hier ist eine Veröffentlichung erschienen im August 2023, also die ist auch sehr, sehr neu. Und da hat man mal geguckt, wie viel Eis jetzt schmilzt. Ich weiß, ihr könnt das schon nicht mehr hören, deswegen will ich euch das nur erwähnen. Dazu gibt es auch neue Studien, weil natürlich auch die Eisschmelze immer schneller wird. Und das Problem an der Sache ist, es geht immer noch schneller, als wir gedacht haben. Also wenn ich das zum Beispiel mit meinem Vortrag von vor einem Jahr vergleiche, wo es auch schon schneller als gedacht gegangen ist, dann geht es jetzt noch mal schneller als schneller gedacht. Ne? Deswegen guckt euch das gerne nochmal an, aber ich will euch mit der Eisschmelze jetzt nicht mehr sozusagen behelligen, weil das habt ihr alle schon sehr, sehr oft gehört. Aber ich denke, jeder versteht, wenn ihr einen Eiswürfel in einer warmen Cola drin habt, dann schmilzt er schneller, als wenn ihr den in einer kühleren Cola drin habt. Also das muss ich euch jetzt vielleicht nicht mehr so ausführlich schildern wie in den vorigen Vorträgen. Was in Wirklichkeit passiert, und das, glaube ich, steckt hinter dieser Urlaubsfrage, ist, was passiert mit den Urlaubsorten? Weil die Urlaubsorte werden natürlich durch die hohen Temperaturen und durch die Stürme, die dann auf einmal auftreten, weil jetzt die ganze Wärme in die Luft geht, wenn das Meer die nicht mehr aufnehmen kann, dann gibt es halt wahnsinnige Stürme, Gewitter, alles gemessen, ne? Keine Meinungsäußerung. Wind, das habt ihr alles mitbekommen und dann ist das Paradies in Trümmern. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Das ist eine Meldung vom 18. Oktober, ne? Also vor 2 Wochen oder so. Und das nimmt man jetzt hin. So schlimm wütete Hurricane Otis in Acapulco. Erinnert ihr euch überhaupt noch daran? Ich wette, dass viele von euch sich sagen, ach ja, stimmt, da war auch schon wieder. Aber das sind jetzt so viele Katastrophen, ich komme gar nicht mehr mit. Und so sieht das dann aus. Ne? Also da wird wirklich nach diesem Hurricane, sind 27 Tote, kann man sagen, ja, mein Gott, ne? Es sterben bei kriegerischen Auseinandersetzungen oder bei irgendwelchen anderen Unglücken auch schon mal Leute, wenn ihr so menschenfeindlich seid und sagt, die Toten sind mir egal. Aber ich meine, die Zerstörung von allem, was da ist, also Unterkünfte, Frischwasser, dass Menschen einfach einen Stuhl und einen Tisch und ein Dach über dem Kopf haben und so, das sollte einem vielleicht schon mal auch aus menschlicher Sicht zu denken geben. Also nicht nur so, kann ich da noch in Urlaub hinfahren, sondern auch so, okay, können die Menschen dort überhaupt noch leben? Antwort, nein. Die,
diese der Copernicus-Bericht, ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt den Climate Tree Analyzer, Copernicus, NASA und so weiter, die also diese Daten gratis und für jeden frei zugänglich sammeln. Fragte jetzt zum Beispiel hier, um dieses Überspülen in die normalen Nachrichten zu zeigen, da fragte der RND, also das Redaktionsnetzwerk Deutschland, ein sehr großer journalistischer Verbund in Deutschland, wird es 2023 das wärmste Jahr? Und das will ich euch nur mal gerade zeigen, weil ihr gesehen habt, wie schnell das eingeholt wurde. Also ich habe euch jetzt nur mal ein paar Meldungen gezeigt aus, wir haben angefangen August, September, Oktober, November. Und ihr seht, dass hier, als man am 6. Oktober auf die Daten auf September sich hier noch gestützt hat, hat man noch gesagt, so wie, oh nein, Daumen drücken, hoffentlich wird das jetzt nicht so krass, das wärmste Jahr. Nicht nur das wärmste Jahr, sondern so krass, das wärmste Jahr. Ist aber so, ihr habt ja jetzt gerade die Meldung gesehen, also wenn wir das jetzt transportieren, einen Monat später, wissen wir, ist kein Fragezeichen mehr dahinter, sondern es ist ein Ausrufezeichen. Und nochmal, ihr habt vorhin richtig gehört, wahrscheinlich das wärmste Jahr seit den letzten 125.000 Jahren. Habt ihr richtig gehört. Was passiert jetzt? Ich habe ja gesagt, Überschwemmungen, Fluten, Stürme, habt ihr ja dieses Jahr alle live erlebt, wenn ihr Nachrichten geguckt habt oder Bikini-Bottom-Barsch, Nachrichten bei TikTok oder die Tagesschau oder die Bild-Zeitung oder jedes beliebige Medium. Und ich will euch das hier nochmal anhand einer ganz neuen Meldung, wie soll ich sagen, vor Augen führen, wie problematisch das ist und dass es nicht wirklich, wirklich nicht um eure Urlaubsreise geht und um meine, ich habe noch nie Urlaub gemacht, aber wenn ich mal Urlaub machen würde, schon bis 2050. Das heißt, das ist ein Zeitraum, den ja fast jeder noch erlebt. Ne? Also jetzt ist 2023, also sehr viele, die das Video gucken, leben 2050 noch. Viele sind vielleicht sogar noch, sagen wir mal, im mittleren Alter, ne? Wenn ihr was jünger seid. Die Fluten, die Jahrhundertfluten, wir reden nur von Jahrhundertfluten, die normalerweise einmal im Jahrhundert stattfinden, die ja jetzt sowieso schon laufend passieren, treten mit 9 bis 15-facher Wahrscheinlichkeit an. Und dann habt ihr hier das schwere Hochwasser in Texas. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Texas kennt ihr aus Cowboy-Filmen und irgendwelchen, weiß ich nicht, wüstenartigen Vorstellungen. Das war da, wo ich gesagt habe, wo man sich von der Sonne dieses Jahr die Knie oder die Handflächen verbrannt hat. So sah das da aus. Da hatte man auf einmal diese Überflutung, die Gründe kennt ihr schon. Zwischendurch hat man auf einmal mega viel Wasser, zum Beispiel durch Regen oder aus anderen Gründen. Und dann kann der Boden das nicht aufnehmen, plus niemand ist es mehr gewohnt, weil bei einer Jahrhundertflut hat man früher gesagt, das weiß ich, weil ich in Köln mein Labor habe, da sagt man in Köln, okay, das wird jetzt das nächste Mal so in 100 Jahren passieren, jetzt müssen wir sehr viel Geld da reinstecken und aufräumen. So, und die Kölner haben die Lektion gelernt. Dann ist es nämlich kurz danach zur nächsten Jahrhundertflut gekommen und haben gesagt, okay, alles klar, jetzt haben wir es verstanden. Wir brauchen riesige Überlaufflächen, wir brauchen riesige Absperrungen, die wir da einbauen können und vieles mehr. Ne? Aber was wollt ihr denn machen, wenn ihr weltweit dauernd mit einer 9- bis 15-fach häufigeren Wahrscheinlichkeit Jahrhundertfluten habt? Ich sage es jetzt mal ganz blöd, für die, die eher wirtschaftlich interessiert sind, wer soll das bezahlen? Das kann niemand mehr bezahlen. Ihr könnt nicht dauernd Städte neu aufbauen. Ne? Und da könnt ihr sagen, ja, das sind ja irgendwelche Holzhäuser in den USA ohne Keller, ist doch alles nur halb so wild. Ja, okay, aber es ist erstens stimmt es natürlich nicht, weil die Leute müssen ja irgendwo leben. Ne? Also das haben wir schon bei Katrina gesehen in New Orleans, wo dann einfach die armen Leute weggezogen sind alle. Das wurde nicht neu aufgebaut, zumindest nicht so für die Menschen, die da vorher gewohnt haben. Und das zweite Problem ist, was macht ihr, wenn das in den großen Städten passiert? Und es passiert die ganze Zeit in den großen Städten mit Kellern, mit teurer Infrastruktur, mit reichen Leuten. Weil es geht natürlich leider fast nur um die reichen Leute. Mir nicht, aber sehr vielen anderen. Schauen wir uns mal an. Das ist New York City. Erinnert ihr euch überhaupt noch dran? Ich weiß es nicht. Ist nicht lange her. Das ist die berühmte epische Treppe, wo diese Sturzflut runter gurgelt. Dann ist es in die U-Bahn mal wieder gelaufen und dann durch die Wände ist das Wasser gelaufen. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, weil es jetzt schon wieder ein paar Wochen her ist, aber das wird New York nicht überleben. New York kann das nicht überleben. Das ist völlig ausgeschlossen gemessen. Ich bin öfter in New York. Ich habe früher in New York gelebt. Ich weiß das. Das ist sowieso alles schon total brüchig und schrottig. Und die Stadt sinkt auch langsam ab. Das kommt auch noch dazu durch die starke Bebauung. Und wenn ihr das dann habt, wenn das Wasser dann auch noch durch die Wand läuft und von der Treppe runterläuft, das könnt ihr mittelfristig natürlich nicht mehr halten. Hier ist noch so ein TikTok-Video, wo ihr das auch nochmal seht. Ich meine, das ist am Anfang lustig, ne? Ich habe noch nie irgend sowas gesehen, sagt er. Aber wenn das dann unten in die Basements läuft, zum Beispiel auch, das ist jetzt in Brooklyn, aber stellt euch das mal in London vor. Da säuft euch ja jedes Haus in London ab. Ne?
Also die haben ja diese kellerartigen Vertiefungen, wo Menschen dann in Kellerwohnungen leben. Und das ist in ganz London, wohnen die Leute im Keller und das Wasser läuft dann da rein. Das ist nicht wie in Deutschland, dass man da Sandsäcke vorlegen kann, sondern die haben diese Vertiefung, die ihr da gerade gesehen habt. Und wenn das Wasser in diese Vertiefungen reinläuft, da könnt ihr, das kriegt ihr gar nicht so schnell rausgepumpt, ne? Wie man das da rauspumpen müsste. Wie gesagt, für Kinder ist das vielleicht am ersten Tag, wenn man das zum ersten Mal im Leben sieht, noch lustig. Aber diese Wohnungen sind dann komplett abgesoffen. Wir haben das in Luxemburg gesehen, unten am Musée Naturel, da ist das auch so, das liegt auch in so einem Tal in Luxemburg und da war auch so eine Flut und da konnte man richtig sehen, dass da Leute waren, die gesagt haben, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Also jetzt ist es mir richtig, richtig komplett abgesoffen, nicht nur der Fußboden, wo man dann mit dem Wischer drüber gehen kann und Schlamm rausholt und dann die Wände trocknen machen muss, was schon anstrengend genug ist, sondern das ist richtig, richtig hart. Wenn ihr denkt, ach der Marc, jetzt regt er sich hier so auf. Und ich lebe ja nicht in London und dann ziehe ich halt auf einen Hügel in Thüringen oder irgendwie so, ja. Nee, das wird nicht funktionieren, weil die Menschen aus diesen Gebieten, wie ich gerade sagte, müssen ja irgendwo wohnen. Und wo sollen die wohnen? Naja, die werden sie in den Gebieten wohnen, wo es noch Häuser gibt, wenn wir nur von Häusern reden. Von Nahrungsmitteln wollen wir jetzt noch gar nicht anfangen. Und dann kommt diese Meldung. Ich habe sie vor 2 Tagen gesehen, sie ist aber schon was älter, sie ist vom 19. Februar 2020 und dann habe ich mir gedacht, okay, warte mal, das muss jetzt ein Scherz sein, ja. Ihr habt vielleicht schon mal gehört, das habe ich hier schon berichtet, ich sage es nochmal ganz kurz, dass die erste Deichlinie in den Niederlanden bereits geräumt ist. Also da darf man nicht mehr wohnen, weil das nicht mehr geht, weil das zu gefährlich ist, weil die wissen, die Niederländer, das wird auf, und Niederländerinnen, das wird auf jeden Fall absaufen. Aber das hier ist der absolute Hammer und dieser Plan steht immer noch. Setzt euch hin, wenn ihr nicht setzt. Atmet tief durch. Weil ich dachte schon, das wäre irre, eine Deichlinie komplett räumen. Die Eindeichung der Nordsee gegen den Anstieg des Meeresspiegels wird ernsthaft besprochen. Niederländisches Institut für Meeresforschung und das Helmholtz-Institut für Ozeanforschung in Kiel halten das für technisch machbar. Also nochmal, ihr habt richtig gehört. Die komplette Nordsee soll eingedeicht werden. Und ihr wisst vielleicht auch nicht, wie tief die Deiche sein müssen. Diese Deiche sind nicht einfach diese Hügel, die ihr seht, wo die Schafe drauf rumlaufen manchmal, sondern die müssen sehr, sehr tief gehen. Und warum überlegt man das ernsthaft? Weil die Kosten durch die Überschwemmungen und durch alles andere, bleiben wir bei den Überschwemmungen, so hoch sein werden, dass es jetzt im November 2023 billiger ist, die gesamte Nordsee einzudeichen, als die Schäden aus diesen Überflutungen, die 100% kommen werden, nicht 99%, die werden 100% kommen, als diese sozusagen Klimaschäden auf sich zu nehmen. Die Kosten betragen 250 bis 550 Milliarden Euro. Erfahrungsgemäß wird es dann mehr sein, ne? Weil ihr wisst ja, wie das beim Bauen ist. Das kostet dann am Ende immer noch mal mehr. Aber es ist jetzt schon berechnet, dass diese, sagen wir mal, 500 Milliarden Euro billiger sind als das, was auf jeden Fall passieren wird. So, jetzt, wenn ihr sitzt und durchgeatmet habt, werdet ihr sagen, ja, okay, aber es wird doch niemals die Nordsee eingedeicht werden, das ist doch gar nicht möglich. Ja, da habt ihr recht, das wird wahrscheinlich tatsächlich niemals passieren, weil vielleicht die ganzen Länder nicht die ganze Kohle in die Hand nehmen wollen. Das kann man sich gut vorstellen. Aber alleine die Wahl, die wir jetzt haben, Nordsee eindeichen oder deutlich höhere Kosten durch die Klimaschäden in Kauf nehmen. Ihr wisst ja, was bis 2050 ausgerechnet ist, dass wenn die Deiche nicht halten und die ganzen Vorsorgemaßnahmen, dann werden die ganzen Städte an den Küsten, Amsterdam bis Hamburg, werden unter dem Meeresspiegel liegen. Und ihr wisst, was es bedeutet, wenn man unter dem Meeresspiegel liegt und dann ein Damm bricht oder ein Deich bricht. Das haben wir jetzt seit 15 Jahren erlebt. Also das ist alles ernst und keine Panikmache oder sowas, aber es sprengt die Vorstellung, die man normalerweise hat. Also wenn ihr jetzt so da sitzt und sagt so, hä, wieso hat mir das noch nie einer erzählt? Wieso habe ich das noch nie gehört? Weil eine normale Zeitung oder eine normale Fernsehsendung natürlich, die sagen sich, ey, wenn wir das berichten, dann mögen uns die Zuschauer nicht mehr. Es ist aber die messbare Wahrheit, keine Meinungsäußerung. Hier ist das hier von Geomar, also ihr habt das ja gerade gesehen. Das Zentrum für Ozeanforschung Kiel, Geomar, hier ist das von deren Seite mal runtergeholt. Also hier sind die Vorschläge, Karte der Nordsee mit den beiden vorgeschlagenen Dammprojekten. Hier seht ihr das, hier müsste ein Damm reingebaut werden, da ganz Norden UK, hier rüber nach Skandinavien und hier auf jeden Fall. Ich lasse euch nochmal kurz durchatmen, weil ihr wahrscheinlich denkt so, ach, betrifft mich nicht. Doch, es betrifft euch alle, auf jeden Fall. Im Kern geht es um zwei Dämme.
einen 161 Kilometer langen Damm, der den Ärmelkanal im westlichen Bereich zwischen Britannien und Cornwall abschließt, und den zweiten 500 Kilometer langen Damm an der nördlichen Ostsee zwischen Schottland und Norwegen. Ne? Habt ihr gerade gesehen, das sind die beiden Dämme, die ich euch da gezeigt habe. Das ist alles schon in der Planung, und auch nochmal, die Kosten beziffern die Kollegen auf die schon genannten Werte. Aber das ist nur, und das ist jetzt die gute Nachricht, das wäre nämlich machbar, das ist nur ein kleiner Teil des jährlichen Bruttosozialproduktes der 15 Staaten, die da dran liegen. Also das ist problemlos machbar. Und da dachte ich mir so, okay, das ist interessant. Also es ist eigentlich, wenn ihr mal bedenkt, wie viel Geld für Rüstung ausgegeben wird, ne, es wird ja viel, viel mehr Geld für Rüstung ausgegeben, habe ich mir gedacht, das ist interessant. Das heißt, alles, was wir so als kleine Maßnahmen immer erzählen, die Kollegen und Kolleginnen und ich und die Ines, wenn wir so kleine irgendwas erzählen über pflanzliche Ernährung und so weiter, das ist finanziell machbar. Es ist tatsächlich der Wille der Menschen, die ihre Regierung wählen, der jetzt hier eine Rolle spielt. Ne? Also ich meine, ihr könnt sagen, die Dämme wollen wir nicht, wir wollen lieber, dass das Kohlenstoffdioxid aus der Luft rausgeholt wird, okay. Aber das ist finanziell, ist das machbar? Das wusste ich bis vorgestern nicht. Das wusste ich nicht. Ne? Also wenn ihr das mal nachlesen wollt, hier ist die Veröffentlichung 2019, Northern European Enclosure Dam for Climate for when climate mitigation fails, das heißt, falls die Klimamaßnahmen nicht funktionieren werden, und die werden nicht funktionieren, das wissen wir jetzt seit November 2023 sicher. Ich hatte ja vorhin von dem Hitzestress in der Tiefe gesprochen, also von der Wärme, die die Ozeane aufnehmen, wo dann die hohen Temperaturen bis zu 2 Kilometer Tiefe auftreten werden. Wie lange halten Ozeane und Flüsse das aus? Und wir wissen, dass sie das nicht lange aushalten. Das möchte ich nur noch mal kurz, weil wir gerade über Meere geredet haben, kurz dazu erwähnen. Also der Damm ist eine feine Sache vielleicht, weil der vor Überschwemmungen schützt. Aber als Biologe denke ich natürlich immer biologisch. Und das bedeutet, wenn dann natürlich keine Tiere mehr drin leben in diesen Meeren, dann haben wir auch nichts davon, weil dann bricht uns das gesamte Lebensnetzwerk, was sich über Land, Wasser, Luft und Erde und so weiter erstreckt, das bricht uns natürlich dann zusammen. Also deswegen wollte ich nur mal kurz darauf hinweisen, wir müssen alles bearbeiten. Es nützt nichts, wenn wir nur eine technische Lösung oder nur eine biologische oder nur eine politische Lösung haben. Das wird nicht reichen, es muss alles zusammenpassen. So, jetzt sagt er vielleicht, ach, wie gesagt, ich ziehe irgendwo hin, wo es einen Hügel und Frischwasser gibt, ja, nach Neuseeland. Ist so der Klassiker für die Superreichen oder sonst irgendwas. Nun, die meisten von euch werden sich das nicht leisten können. Und vielleicht kriegt ihr auch gar keine Einreiseerlaubnis, weiß der Teufel. Schauen wir uns doch lieber mal das an, was wirklich ist. Also was die messbare Wahrheit ist. Ihr werdet höchstwahrscheinlich in Städten landen. Also bis jetzt sieht es jedenfalls so aus, dass weltweit immer mehr Menschen in Städte hineinziehen. Und in den Städten staut sich aber leider die Hitze besonders stark. Also, das heißt, es wird sowieso schon immer wärmer im Wasser, auf dem Land. Und in Städten ist es grundsätzlich bis zu 10 Grad wärmer als im Umland. Das könnt ihr auch gerne mal ausprobieren, besonders wenn ihr, sagen wir mal, Berlin, Hamburg, München, Köln, Dresden, Leipzig und so weiter. Wenn ihr in solchen Städten wohnt, dann macht es einfach mal. Fahrt mit dem ehemaligen 9-Euro-Ticket, jetzt Deutschland-Ticket, fahrt mal einfach mit der Bimmelbahn raus und setzt euch in die Nähe von der Tür. Da werdet ihr merken, wie es immer frischer wird, wenn es so glühend heiß im Sommer ist. Und 10 Grad ist natürlich ein Riesenunterschied, weil ob ihr natürlich bei 35 oder 45 Grad, ob euch da die Birne wegschmurgelt und ihr euch nicht mehr vor die Tür bewegen könnt, ernsthaft, oder zumindest keine großen Tätigkeiten mehr ausüben könnt, oder ob es 25 Grad sind von den 35 runtergerechnet, das macht einen sehr, sehr großen Unterschied. Man könnte die Städte auch mit Pflanzen vollhauen, dann würde dieselbe Wirkung auch eintreten. Das ist aber nicht passiert. Also die begrünten Häuserwände wären überhaupt kein Problem, obwohl die zwingend notwendig sind, aber aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe, ist das leider nicht passiert in den letzten 20 Jahren, obwohl das schon die ganze Zeit klar war, dass man das hätte machen können. Das würde sehr viel bringen, einfach Efeu hochwachsen lassen mit Abstand zur Wand, damit eure Wand euch nicht kaputt geht. Da kann man da so Metalldrähte hochwachsen lassen, hochziehen und das da hochwachsen lassen. Das wissen wir, dass das geht. Also das wird nicht passieren, leider. Das heißt, jetzt haben wir also noch mehr Aufheizung in den Städten. Das ist sehr, sehr ungemütlich. Und nehmen wir mal, ihr wisst schon, ich habe so eine kleine Neigung zu New York. Ihr wisst schon, New York wird sich aushalten. Hier ist ein großer Artikel aus dem Atlantic, also eine sehr vernünftige, ruhige Zeitschrift, die sich aber an die Allgemeinheit richtet. Und warum wird New York das nicht aushalten? Weil eben es nicht nur so ist, dass die Stadt sinkt und dass ihr dieses eindringendes, sagen wir mal, Regen oder man könnte schon fast sagen Flutregenwassers in das unterirdische System da habt, sondern es sind eben auch die ganzen Stürme und alles andere,
was dann am Ende nicht mehr funktionieren wird. Und der Begriff, der sich dann dieses Jahr in den Zeitungen so herausgebildet hat, ist extrem ist das neue Normal. Ne? Wenn ihr jetzt 15 seid und euch den Vortrag anguckt, werdet ihr sagen, ja, das war mein ganzes Leben lang so. Es waren immer Jahrhundertfluten, Jahrhundertstürme, Jahrhundertregen. Stimmt, aber vorher nicht. Das Ganze, das ist so 2003 erst richtig losgegangen und alle Älteren haben sich jetzt schon dran gewöhnt. Ne? Also die jetzt meinetwegen 60 oder 70 sind, die sagen sich so, nö, das war eigentlich in letzter Zeit, war das eigentlich öfter so. Ne? Bitte denkt daran, liebe Jüngere, das ist eine ganz neue Erscheinung. Das ist nicht normal, das ist neu, das ist lebensgefährlich im wahrsten Sinne des Wortes. Das bedroht nicht nur die biologischen Netze, sondern auch ganz direkt eure Nahrung und ja, auch euren Urlaub, falls euch das wichtig ist. Eine kleine Sache, die ich dazu noch erwähnen möchte, die ich im letzten Vortrag beim BUND in Dresden schon erwähnt habe, deswegen gehe ich da nicht mehr weiter drauf ein, ist, dass die Anzahl der Blitzschläge extrem zugenommen hat. Da könnt ihr vielleicht sagen, ja, ist mir egal, hier, das ist aus dem Journal of Climate die Veröffentlichung von 2020, um 30% ist die Anzahl der Blitzschläge hat sie zugenommen, weil es immer wärmer in der Luft wird und immer mehr Energie und Wasser in der Luft sind. Das ist aber nicht egal, weil selbst wenn ihr in der Wohnung sitzt, weil die ganzen großen Bäume davon getroffen werden und die Speicherung von Kohlenstoffdioxid findet nur in Bäumen statt, die älter als 30 Jahre sind. Solange die Bäume noch nicht 30 Jahre alt sind, ist das zwar ganz nett, aber das führt nicht dazu, dass nennenswert Kohlenstoffdioxid aus der Luft rausgeholt wird. Ihr braucht alte Bäume. Und genau die alten Bäume werden jetzt von den Blitzen, die gemessen, stark, also deutlich vermehrt auftreten und die hauptsächlich in große Bäume einschlagen. Da seht ihr, wie sich die Katze da in den Schwanz beißt. Das heißt, das ist direkt wieder davon abhängig, dass wir weniger Kohlenstoffdioxid erzeugen, weil das die Wärme erzeugt, die Blitze erzeugt, die unsere Bäume tötet. Das ist gemessen. Da gab es wirklich Nerds oder gibt es Nerds, einen davon kenne ich auch, die sitzen wirklich da und stellen überall Kameras auf und messen dann, wo es blitzt und welche Bäume getroffen werden. Das ist gemessen. Keine Meinungsäußerung, keine Hochrechnung und natürlich kann es auch euch treffen. Ihr könnt von brutalem Hagel getötet werden, ihr könnt von Blitzen getroffen werden, ihr könnt von der Flut getroffen werden. Ja klar, nicht in den reichen Ländern. Wenn ihr wie hier in Zürich sitzt, dann wird euch nie der Hagel erschlagen, weil dann stellt ihr euch halt unter ein Dach oder geht in ein aus Stein gebautes Gebäude. Dann wird euch auch die Flut nicht erwischen, weil im schlimmsten Fall werdet ihr von einer gut organisierten Armee und Rettungskräften gerettet. Aber was ist mit Hitzschlag? Dagegen könnt ihr euch nicht so gut wehren, weil irgendwann müsst ihr vielleicht mal vor die Tür gehen. Und da jetzt mittlerweile der Sommer, sagen wir mal, also von Mitte Juni bis, auf jeden Fall habt ihr ja gesehen, in Oktober reinreicht, mit richtig hohen Temperaturen, dann werdet ihr euch vor der Hitze irgendwann nicht mehr schützen können, weil ihr könnt zwar versuchen rumzulaufen mit irgendwelchen tragbaren Klimaanlagen, aber ihr ahnt schon, das wird natürlich keine Lebensmöglichkeit sein. Gleichzeitig sterben uns die Tiere weg. Das ist eine Meldung, die ich auch überhaupt nicht für möglich gehalten hätte, von Ende Oktober aus dem Spiegel. Rund 10 Milliarden Schneekrabben sind verhungert. Und jetzt versteht ihr, warum ich sage, es geht nicht nur um Hagel, es geht nicht nur um Hitze, es geht nicht nur um Wasser. Wenn die Schneekrabben verhungern, dann verhungern wir auch. Ne? Früher oder später. Weil wenn die Erde verdorrt, wenn das Wasser nicht mehr funktioniert und darin nichts mehr lebt, ne? Wenn ihr keine Pflanzen mehr anbauen könnt, dann können die Tiere auch nicht mehr grasen. Das höre ich manchmal von zum Beispiel Ökolandwirte, die sagen dann, ja, aber die Kühe grasen doch einfach nur und die züchte ich örtlich. Ja, aber dieses Jahr, 2023, können, glaube ich, fast alle, auch die Ökolandwirte und Landwirtinnen, berichten, dass ihnen die Wiesen wegverdorrt sind. Ne? Also dann könnt ihr selbst diesen für mich nicht sachlich nachvollziehbaren, aber häufig vorgebrachten Grund, dass man ja irgendwas auf irgendeiner Wiese, die man sonst nicht bewirtschaften kann, grasen lassen kann, dieser Grund fällt dann auch weg. Also es brennt euch weg, es überflutet euch, die Blitze töten die CO2-Speicher und die Tiere sterben in Maßen, die wirklich verrückt sind. Und ja, es ist die Temperatur. Es ist die Temperatur und die hohe Populationsdichte, die häufig dadurch entsteht, dass die Tiere der hohen Temperatur versuchen auszuweichen. Deswegen drückt sie dann alle zusammen. Das wird mit Menschen auch passieren. Die Menschen werden sich immer mehr zusammendrücken, weil sie halt irgendwo leben wollen, wo sie leben können. Ist doch klar. Nur nochmal, wie gesagt, die ersten Straßen stehen schon unter Wasser. Das will ich euch nur nochmal in Erinnerung rufen, weil ihr denkt vielleicht, oh, der Markt, der sucht sich immer irgendwelche komischen, verrückten Sachen raus. Aber hier seht ihr, das ist das, was ihr alles das ganze Jahr über gesehen habt. Also
fast alle von den Meldungen, die ich euch gezeigt habe, sind irgendwo auch entweder an euch vorbeigeschrammt in den Nachrichten oder ihr habt sie gesehen. Diese Meldung habt ihr 100% gesehen. Es gibt niemanden, der dieses Video hier sieht, der nicht entweder bei TikTok, bei irgendeinem Medium, Tagesschau, in der Zeitung, irgendwo, der gesehen hat, dass an der Ostseeküste auch alles abgesoffen ist. Also das gibt es nicht. Nur, wenn ihr mal überlegt, wie viele von diesen Meldungen ihr jetzt schon gesehen habt oder gehört habt, dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass das ganz schön krass ist. Wenn ich dann höre, dass die Internationale Energieagentur behauptet, das 1,5-Grad-Ziel sei noch möglich, dann müssen alle Kollegen und alle Kolleginnen und ich sagen, okay, das ist jetzt wirklich als ob jemand glaubt, dass mein Harry Potter-Zauberstab wirklich den Raum erhellen kann oder diesen Saal hier vergrößern kann. Ja? Das ist widerlegt. Das ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Wir haben im November 2023 das 1,5-Grad-Ziel verfehlt. Wenn ihr dieses Video im November 2023 seht, dann habt ihr richtig gehört, das 1,5-Grad-Ziel ist auf der Nordhalbkugel, nicht auf der Südhalbkugel, aber auf der Nordhalbkugel, wo wir lehnen, ist es passé. Das war's. Das 1,5-Grad-Ziel gibt es nicht mehr. Das habe ich euch in den anderen Zielen, anderen Vorträgen auch schon gezeigt, dass das passieren wird. Nur auf Messungen beruhen, nicht weil ich schlau bin, das sind einfach nur Messungen und tatsächlich so ist es. Also, das ist wirklich absoluter Blödsinn. Und wenn dann natürlich verständlicherweise der Boss der Gewerkschaft, der Menschen, die in Metallberufen arbeiten, sagt, besser die Klimaziele verschieben als dauernd neue Verbote, dann seht ihr das Problem. Das heißt, von wirtschaftlicher Seite sagen die, okay, was ist mit Rente, was ist mit Miete, was ist mit Lebensmittelkosten, was ist mit irgendwas? Das kann ich auch verstehen, dass die das sagen. Aber gleichzeitig brutzelt und schwimmt uns die Welt weg. Das heißt, wir brauchen ein komplettes Umdenken und das wird natürlich nicht passieren. Ne? Denkt mal an euch selber. Können wir am Ende nochmal drüber reden. Wozu, was seid ihr bereit zu tun? Was werdet ihr wirklich tun, wenn ihr den Vortrag angeguckt habt? Und wo werdet ihr nur sagen, ja, da müsste man mal und da sollte man mal, ja, ich bemühe mich mal ein bisschen mehr oder so, sowas zu machen. Ne? Also das könnt ihr auch an euch selber prüfen. Die meisten Menschen verstehen nicht, dieser Satz bedeutet, dass er sagt, es ist mir egal, ob die Nordsee eingedeicht werden muss. Es ist mir egal, ob der gesamte Permafrost aufgeht. Es ist mir egal, ob diese ganzen Städte einfach weggewaschen werden, als ob sie noch nie da gewesen wären und so weiter. Das meint er natürlich nicht so. Das meint er nicht. Also der will das nicht sagen. Er denkt an was ganz anderes. Aber er lässt nicht zu, dass diese Tatsacheninformationen, dass die seine Aussage beeinflussen. Das menschlich denkt er halt einfach an die wirtschaftliche Sache und an die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die aber darunter leiden werden. Ne? Also, was jetzt gerade passiert, wartet mal, ich muss mal gerade meine Jacke ausziehen. Was jetzt gerade passiert, Moment, das knistert jetzt wahrscheinlich. Während wir jetzt hier stehen und sitzen und zuhören, ist, dass es eine deutliche Kehrtwende gab, in dem, aus den Gründen, die ihr da gerade gehört habt, ne? Besser Klimaziele verschieben als Sonnenverbote, in dem, was zwingend notwendig wäre. Ich habe im letzten Vortrag schon mal erzählt, dass der Chef der Engländerinnen und Engländer, dass der selber über seine Familie eine Beteiligung hat an den Ölbohrungen, die jetzt dort im englischen Einflussbereich oder im UK-Einflussbereich stattfinden. Ne? Und das wäre in Deutschland natürlich überhaupt nicht möglich. Da würde man sagen, ja okay, dann verliert er jetzt seinen Job, weil er hat erlaubt, dass der bis zum letzten Tropfen Öl alles ausgebeutet wird. Ne? Und das sagen auch alle anderen. Wenn ihr mit den Menschen aus dem arabischen Raum sprecht, sagen die auch, wir pumpen das Öl raus, solange da noch Öl drin ist. Danke fürs Gespräch, tschüss. Das ist der Stand der Dinge. Das ist gemessen. Das könnt ihr auf den Webseiten der Firmen nachlesen. Das ist nicht meine Meinungsäußerung oder sowas. Ne? Also das heißt, wir haben jetzt also seit ein paar Monaten, ich würde sagen so seit 3-4 Monaten, haben wir eine totale Änderung dessen, wo vorher zum Beispiel grüne Parteien oder andere gesagt haben, ja gut, dann müssen wir jetzt halt mal was ganz anders und ganz neu machen, sondern das Gegenteil passiert. Es geht wieder zurück und man sagt, nee, das Öl fördern wir jetzt noch. Das wird dann zum Beispiel nicht über den Ozean transportiert. Das ist dann von der Klimabilanz immer noch besseres Öl als Öl, was wir über den Ozean transportiert haben. Das Verbrenner-Aus, nur für diejenigen von euch, die sich für das Thema interessieren, hat zum Beispiel, das wissen wir, alleine 110 Millionen Tonnen mehr Kohlenstoffdioxid erzeugt. Also jede politische Entscheidung, die jetzt gerade passiert, wie so Dominosteine, kann man das fast schon sehen, sorgt dafür, dass alle Klimaziele, die noch, sagen wir mal, vor einem Jahr zumindest ernsthaft vorgetragen wurden von Politikern und Politikern, jetzt den Bach runtergegangen sind. Das ist alles zurückgeschlagen und jetzt sind wir wieder im Ursprungszustand zurück. Hier seht ihr das nochmal. Großbritannien erlaubt die Ausbeutung von Rosebank-Ölfield.
Das ist von September 2023. Das habe ich euch aber schon vorher verraten. Ich wusste das schon vorher. Und da gibt es natürlich dann so Demos. Und ich meine, wen interessiert das? Wen interessiert die Demo? Niemanden natürlich, weil die Beschlüsse sind ja längst gefasst. Die Ausbeutung findet statt. Die Arbeiter und Arbeiterinnen sagen, ja, ich habe da einen Arbeitsplatz. Dasselbe bei Project Willow, was Präsident Biden dieses Jahr erlaubt hat. Und deswegen, irgendeiner wird das Öl ausbeuten, irgendeiner wird das Öl nutzen, irgendeiner wird es verbrennen. Ne? Wie viel CO2 dürfen wir denn noch ausstoßen? Vielleicht ist das ja alles gar nicht so schlimm. Also vielleicht können wir ja sagen, okay, es wird wärmer, aber wir versuchen das irgendwie mit Dämmen und mit anderen Dingen irgendwie in den Griff zu kriegen. Ne? Vielleicht klappt das ja noch. Hier gibt es eine schöne Stellungnahme vom Sachverständigenrat für Umweltfragen aus Deutschland aus dem Sommer 2022. Und da stand damals noch, das noch verfügbare faire CO2-Budget Deutschlands für einen 1,5-Pfad läuft 2031 ab. Ist es vorbei? Also da ist innerhalb weniger Monate ist das überholt worden, weil jetzt haben wir das 1,5-Grad-Ziel sowieso schon überschritten. Und das für 1,75 Grad Celsius läuft 2040 ab. Also das könnt ihr jetzt alles nach vorne rechnen. Das geltende Klimaschutzgesetz entspricht nach der Berechnung einer Erhitzung der Erde auf weniger als 2 Grad, aber deutlich über 1,5 Grad. So, das war der Stand diesen Sommer. Jetzt ist es aber Herbst, Winter 2023. Wir wissen, dass das nicht mehr klappt. Das heißt, wie viel CO2-Budget haben wir noch? Ja, ahnt die Antwort, gar keins. Eigentlich gar keins. Jetzt könnt ihr natürlich rumrechnen, das ist kein Problem, das gestehe ich euch auch zu. Und dann sagt ihr, doch, doch, ein bisschen haben wir noch. Aber ihr merkt schon, wir sind jetzt hier in einem Bereich angekommen, allein schon von den Jahreszahlen her. Ich meine, wo ihr merkt, wenn das sich immer weiter Richtung, jetzt ist ja 2023, Ende 2023, wenn sich das immer mehr dahin verschiebt, dann haben wir eigentlich gar kein CO2-Budget mehr, weil ihr wisst ja schon, es gibt immer mehr von den Katastrophen und es wird immer schlimmer und vor allen Dingen es wird schneller schlimmer, habe ich ja schon gesagt. Hinzu kommt noch etwas, und das ist meiner Meinung nach das zweite Allerschlimmste. Das erste Allerschlimmste habt ihr schon gehört. Und jetzt kommt das zweite Allerschlimmste. Ich habe ja in vorigen Vorträgen euch schon mal was von den Kohlenstoffbomben erzählt. Das sind irgendwelche Gebiete, die entweder zur Ölausbeutung oder aus anderen Gründen benutzt werden, verwendet werden, der menschlichen Nutzung zugänglich gemacht werden, ausgebeutet werden, wie ihr das nennen wollt. Und da wird Kohlenstoffdioxid frei, ne? Was dann zur Erwärmung führt. Und wie viele von den Kohlenstoffbomben gibt es jetzt aktuell? Und da habe ich gestern nochmal nachgeguckt. 422. Es gibt 422 Kohlenstoffbomben. Mehrere von diesen Kohlenstoffbomben würden schon alleine genügen, um die CO2-Ziele eines Landes oder einer Region komplett zu pulverisieren. Ne? Also da gibt es Einzelprojekte, die das schon schaffen würden. Jetzt haben wir 422 Projekte. Und ihr habt das gehört, was ihr gerade gehört habt, politischer Wille und die Messungen, besonders auch im Meer, aber auch am Land. Das heißt, wenn das so ist, und das ist so, das sind übrigens alles schon zugelassene Projekte, muss ich noch dazu sagen. Also das ist jetzt nicht so, dass man dann einfach sagen könnte, ach, vielleicht wird das gar nicht genehmigt. Ist schon genehmigt und ihr habt gerade die Stellungnahmen der zuständigen Firmen gehört. Die haben auch alle gesagt, wir beuten das aus. Ne? Also ihr könnt ja, ne? Verklagt uns halt. So. Also das heißt, wir haben also ein wirklich unglaubliches Problem. Nochmal, wir können das noch lösen in den nächsten paar Jahren, allerdings nur, indem wir unsere Leben umstellen. Da komme ich dann am Ende zu. Falls euch das interessiert, könnt ihr das noch weiter gucken. Ich möchte nochmal auf die Bäume eingehen, weil es ist nicht nur eine Frage des CO2, was wir jetzt so ausstoßen und dann vielleicht technisch mit riesigen Geräten wieder aus der Luft zurückholen. Das geht, ne? Die Geräte gibt es auch schon, ist aber schwierig, die sind energieaufwendig, ist alles nicht so einfach. Wie sieht es eigentlich aus, wenn ihr so wie ich in meinem Alter seid oder älter mit den Bäumen, von denen wir ja immer gesagt haben, die werden entweder durch Klimaschutz, Kompensationsprojekte oder durch politische Programme oder was die Chinesinnen machen, durch riesige Pflanzaktionen, gigantische Pflanzaktionen, die aber leider hauptsächlich zunächst Monokulturen erzeugt haben, was also auch nicht so gut ist und die auch noch nicht 30 Jahre alt sind, sodass da sehr viel CO2 gespeichert wird. Was ist eigentlich mit den Bäumen, mit den alten Bäumen? Wo stehen die? Im Regenwald, genau. Die stehen im Regenwald. Und in diesen Regenwäldern, so wie wir uns die hier vorstellen aus Europa, also meinetwegen Brasilien, ja, da hört man in letzter Zeit immer, da wird weniger abgeholzt. Habt ihr das auch gehört? Also ich habe das zumindest gehört. Und dann dachte ich mir so für ein paar Wochen, ach Halleluja, wenigstens das, ne? Wenigstens wird weniger abgeholzt. Stimmt aber leider nicht. Das hier ist der Primary Forest Loss 2002 bis 2022 jetzt hier angegeben. Das hat sich aber 2023 leider fortgesetzt. Und hier sind einmal die Feuer. Da seht ihr schon 2016 hier sehr, sehr große Waldverluste, 2017 durch Brände. Dieser braune Balken bleibt auch größer, als er früher war. Ihr seht, das war früher weniger. Es stimmt also auch nicht, dass das irgendwie mit dem Brennen nicht zugenommen hätte. Das ist eine Lüge. Ne?
Wir wissen aus Messungen, dass durch Brände sehr, sehr viel Wald verloren geht, sogar richtig viel Wald. Aber wenn ihr mal da durchguckt, stellt euch mal eine Linie vor, die da durchgeht, dann seht ihr auch, dass insgesamt die Waldnutzung sehr wohl weiter zunimmt. Und auch das, ich weiß, das sage ich jetzt schon zum vierten oder fünften Mal heute, aber das wusste ich nicht. Ich wusste das wirklich nicht, weil ich hatte echt gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass selbst das, was ein Kleinkind versteht, dass alte Bäume in intakten Wäldern unglaublich viel CO2 gratis für uns speichern, dass wir das auch noch kaputt machen. Das ist wie, ich bin ja Kriminalist, ne? Naturwissenschaftlicher Kriminalist, das ist so wie, als ob so ein antisoziales Kind hingeht und sagt, wenn ich diese schöne Schaufel zum Sandschaufeln nicht haben darf, weil die der kleinen Lena gehört, dann mache ich sie kaputt. So ist das. Also wie kann man denn, wenn man weiß, dass das etwas Schönes ist, was der ganzen Welt Freude macht und was man auch sehr gut teilen kann, ne? So den Sauerstoff, der verteilt sich auf der ganzen Welt, wie kann man das denn kaputt machen? Wie kann man das machen? Ist das vielleicht nur 1% oder 2? Nö. In Bolivien ist die Waldzerstörung vergangenes Jahr um 32% gestiegen. Um 32% ist die Waldzerstörung gestiegen. Das ist eine messbare Tatsache und leider ist es in den anderen Ländern auch nicht besser. Und ihr dürft nicht vergessen, wir verlieren ja so viele Wälder dadurch, durch die ganzen Dürren und Überschwemmungen und so weiter. Ne? Also ich meine echte Wälder, nicht diese Klopapierwälder, über die ich im letzten Vortrag geredet habe, die wir in Deutschland haben, sondern ich meine jetzt echte Wälder, die sehr alt sind. Dann kommen immer Leute und sagen, ja, in Thüringen gibt es einen Wald, der ist über 100 Jahre alt, der Bayerische Wald. Genau. Und was noch? Welche Wälder noch? In Deutschland gibt es nur winzig kleine, ich zeige die Karte manchmal, die habt ihr vielleicht schon gesehen, winzig kleine Flecken, die sind so klein, wenn ihr die auf dem Handy auf der Karte anguckt, könnt ihr die gar nicht richtig sehen. So klein sind die echten Wälder, die deutlich über 30 Jahre und ungestört sind. Wo wird das ganze Holz geschlagen? Ja, ich habe schon gesagt, in Brasilien. Aber, und das ist jetzt für mich ein bisschen würgend gruselig, auch in ein paar anderen Ländern, im Kongo, das ist schon mal ganz schlecht, weil da ist natürlich noch ein bisschen Natur erhalten geblieben. Bolivien, Indonesien, sozusagen ein Naturparadies, Peru auch noch teilweise und Kolumbien. Und Kolumbien zum Beispiel ist eins der Länder mit der höchsten Artenvielfalt. So, und jetzt haben wir den Salat, jetzt passiert dasselbe wie in den jetzigen Industrieländern. Die Bäume werden abgeholzt, die Fläche wird landwirtschaftlich genutzt, die Fläche geht an den Arsch. Wo ist die Artenvielfalt? Weg. Das ist das, was passiert ist mit den Ameisen, mit den Schmetterlingen, mit den Amphibien, mit den Regenwürmern und mit allen anderen Lebewesen. Und das passiert gerade in Kolumbien. Ich arbeite da manchmal, ich kann euch das live sagen. Als ich zum Beispiel in Medellin mal gearbeitet habe, da flogen auf der Straße in der Stadt flogen noch so große, wunderschöne Motten rum. Nicht jetzt viele, aber ab und zu mal hat man eine gesehen. Und wenn die auf die Hand geflogen ist oder so, konnte man da irgendwie noch ein tolles Foto machen. So. Man hat gesehen, die ist so groß wie mein Kopf. Ne? Das ist unvorstellbar geworden. In den tropischen Ländern ist es mittlerweile alles tot. Plus, die benutzen auch noch sehr, sehr viele Insektizide. In Deutschland benutzen wir die auf den Feldern hauptsächlich, diese Ackergifte. Aber da werden noch die ganz normalen Insektizide genutzt. Warum? Weil wenn man ein Tourist vorbeikommt, der Geld vorbeibringt, dann will der auf keinen Fall eine Mücke oder einen Käfer sehen. Oh Gott, ein Käfer. Woher weiß ich das? Weil ich sehr viele Menschen kenne, die in den Ländern arbeiten und mir die Bilder davon schicken. Wie morgens das Personal kommt in der Uni, im Hotel, irgendwo im Restaurant und dann macht so pff, und dann habt ihr eine riesige Wolke mit dem Insektengift da. Also das ist eine sehr schlechte Nachricht, dass das jetzt eben auch nicht nur in Brasilien stattfindet, was schon schlimm genug wäre, sondern eben auch noch Kongo, Indonesien, Kolumbien und so weiter. Das ist sehr, sehr schlecht für die biologische Vielfalt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt guckst du mal, wo das jetzt besonders stark sich vermehrt, also wo werden immer mehr Bäume abgeholzt, also relativ gesehen jetzt, nicht nur in den absoluten Zahlen. Da seht ihr in Ghana 71% Zunahme des Holzeinschlages. Und wir haben das in Namibia schon mal erlebt. Die Ines und ich, da haben wir morgens die Zeitung aufgeschlagen, oder ich, Ines liest keine Papierzeitung, aber ich, da stand dann tatsächlich drin, da ging es um die letzten drei Bäume in einer Region, ob die geschlagen werden oder nicht. Und wenn ihr an dem Punkt angekommen seid, wo in der Zeitung über eine ganze Seite diskutiert wird, ob die letzten drei Bäume geschlagen werden, dann wisst ihr, wo ihr da seid, nämlich in einem sehr schlechten, also sehr traurigen Science-Fiction-Film. Also Ghana 71% Zunahme, Bolivien, Angola, Kamerun, Kolumbien, was ich persönlich, das ist jetzt aber privat, am schlimmsten finde, Philippinen, wo ich das erste Labor für genetische Fingerabdrücke in der Kriminalistik aufgebaut habe, 25% Zunahme. Kurz gesagt, was machen die Leute in den ärmsten Ländern? Die nehmen das, was sie noch gut verkaufen können und was sie nicht züchten müssen, wo sie keine großen industriellen Vorgänge verbrauchen, die Bäume. Das heißt, jetzt gerade, während ihr bei diesem Video zuguckt, werden die allerletzten großen Wälder mit rasender Geschwindigkeit
abgeholzt und die sind durch nichts mehr ersetzbar in unserer Lebenszeit. Ne? Also selbst wenn ihr, sagen wir mal, jetzt 25 seid, dann müsste man den Wald ja, sagen wir mal, eine Generation durchwachsen lassen, dann müssen die Bäume über 30 Jahre erstmal werden, also sagen wir mal, dann braucht man 40 Jahre. Das heißt, wenn ihr jetzt 25 seid, dann sind, wenn ihr 65 seid, wenn es diese Aufforstungsprogramme gäbe, die gibt es ja überhaupt nicht, ne? Dann hätte man endlich wieder Wälder, die überhaupt CO2 vernünftig speichern können. Dann seid ihr 65. Wenn ihr jetzt 40 seid, dann könnt ihr euch vorstellen, dann erlebt ihr das wahrscheinlich gar nicht mehr. Es gibt dann immer mal wieder eine nette Meldung, zum Beispiel hier, seltener Urwaldkäfer, der Plattnasen-Holzrüssler ist in der Döberitzer Heide entdeckt worden. Ne? Vom September 2023, die Meldung, ist ein sehr niedliches Tier, ein sehr niedliches Tier. Ah, das ist ein gutes Tier. Ich meine das nicht ernst, also Tiere sind halt einfach Tiere, aber sieht halt verrückt aus mit dieser scheinbaren Nase. Und natürlich gibt es immer mal wieder die eingewanderten Tiere, aber das haben wir schon besprochen. Wir haben, für die, die es nicht gesehen haben, Ines und ich alleine, wir haben die Einwanderung erlebt von der blauen Holzbiene, von der Nosferatu-Spinne, von der Gottesanbeterin. Und jetzt, wie ich es euch gerade schon gezeigt habe, von diesen ganzen Wanzen und Pflanzen, die eigentlich auch teils eingewanderte Lebewesen sind, die eben nur wegen der großen Hitze hier sich überhaupt so weit verbreiten konnten. Und das ist ja schön, wenn dann mal irgendwo ein Tier nochmal entdeckt wird, aber der eher bittere als süße Beigeschmack ist, in den letzten vergangenen 5 Jahrzehnten, insbesondere 2023, ist eine deutliche Zunahme unserer Käfer hier in Berlin und Brandenburg zu verzeichnen. Es ist aber eine Folge des Klimawandels. Und jetzt kommt leider die sehr schlechte Nachricht. Es ist wie beim Horrorfilm. Man denkt, der Horrorfilm ist vorbei und dann so kommt das Monster noch. Denn wegen des Trockenstresses bei den alten Eichen steigt das Nahrungsangebot in Form abgestorbener Bäume. Das heißt, was ihr da in Wirklichkeit seht, ist ein Käfer, der auf einmal die sterbenden Eichen fressen kann, die durch den Trockenstress, also durch den Klimawandel, sterben. Das heißt, sehr lange werden wir den Käfer nicht sehen, weil bald sind alle Eichen sowieso weg. Das betrifft auch viele andere Tiere. Zum Beispiel hier eine Meldung von Ende letzten Jahres. Da seht ihr, darüber habe ich aber schon oft geredet, das will ich jetzt nur noch mal ein paar neuen Zahlen euch sagen, die betrifft die Regenwürmer. Natürlich sind nicht nur die Rotkehlchen, oh, das ist übrigens mein Geleittier aus der Harry Potter-App, hat sich mein Patronus, wusstest du das? Ja, das Rotkehlchen hat die App festgestellt, ist mein Patronus. Also deswegen habe ich auch hier eine persönliche Verbindung. Die fressen jetzt zum Beispiel Regenwürmer, ja, oder die Regenwürmer lockern unsere Erde auf. Kurz gesagt, ohne Regenwürmer, das könnt ihr so zitieren, das meine ich todernst, da gibt es schon eine Veröffentlichung von Charles Darwin dazu, ohne Regenwürmer können Menschen nicht mehr weiterleben. Das ist völlig ausgeschlossen, weil kein Gerät, keine technische Errungenschaft, nichts auf der Erde, ne, auch nicht wie ein riesiger Deich um die Nordsee, ermöglichen es uns, alle Ackerflächen und Erdflächen so umzubauen und zu durchlüften und mit Nährstoffen zu versorgen, wie das Regenwürmer tun. Ist nicht möglich gemessen. So, das heißt, jetzt wissen wir das also schon länger. Ich habe euch da auch schon öfter was von erzählt, aber ich will euch mal die neueren Daten dazu zeigen. Bei den Regenwürmern, zunächst mal haben wir festgestellt, die Kolleginnen und Kollegen, die Biologen und Biologinnen, dass sie kleiner werden. So, aber das ist nicht alles, sondern die Regenwürmer verschwinden auch wirklich. Also das Kleinerwerden, da hätte man ja zumindest noch den Spielraum zu sagen, okay, es sind noch genug Regenwürmer da. Wir müssen dafür sorgen, dass die nächsten Regenwürmer, die ja jetzt nicht so lange brauchen, bis sie Eier legen, dass die dann wieder größer werden, weil die Lebensbedingungen besser sind. Passiert aber nicht, die Lebensbedingungen werden schlechter. Habt ihr schon gehört, warum? Und das heißt, wir wissen aus Studien, hier ist eine von 2023 zitiert im Guardian, dass der Rückgang der Regenwürmer jetzt hier in United Kingdom so zwischen, sagen wir mal, 30 bis 40% ist. Stell dich das mal vor. Stell dich mal vor, ich würde zu euch sagen, ich habe eine Nachricht für dich. Die nächsten 2 Monate hast du 30 bis 40% weniger zu essen und zu trinken. Was würdet ihr denn dann sagen? Und das ist genau das, was passiert, weil ohne Regenwürmer gibt es keine Nahrungsmittelherstellung. Es geht nicht. Da könnt ihr Dünger draufkippen, so viel ihr wollt, das wissen wir. Das nennt man Crop Failure. Dann habt ihr zwar den Dünger und ihr habt die Landfläche, aber es wächst nichts mehr vernünftig drauf. Und das wird in den nächsten Jahren passieren. Und wenn ihr jetzt denkt, der Marx soll mal aufhören, immer so schlimme Sachen zu sagen, seit ich meinen ersten Vortrag zu dem Thema gehalten habe, ist alles davon eingetreten. Nochmal, nicht weil ich schlau bin, sondern weil es Messungen sind. So, jetzt gucken Sie das mal an. Hier ist die letzte Veröffentlichung von April 2023. Ich habe euch hier noch so ein Regenwurm-Emoji reingebastelt. Hier mit so einem Klitellum. Könnt ihr mal googeln, wenn ihr Lust habt. Was ist ein Klitellum? Und da steht das wirklich drin. Könnt ihr euch runterladen. Ist werbefrei, gratis, barrierefrei, zugangsfrei.
Collation of a century of soil invertebrate abundance data suggests long-term decline in arthropods, but not tipulids. Also das ist eine andere Lebewesengruppe. Wie gesagt, ihr habt ja schon gehört, manche Lebewesen packen das kurzfristig mal, wie unser Käfer mit dieser scheinbaren Nase da. Das hat aber keine Bedeutung, weil die nur sozusagen, das sind die Nutznießer des Zerfalls. Also da haben wir nichts von. Und da seht ihr das, auch wenn man das über sehr, sehr lange Zeiträume anguckt, passiert das. So, das heißt, wenn das nächste Mal jetzt jemand zu euch kommt und sagt, das ist nur was Kurzfristiges, das ist früher auch schon passiert, das glaube ich nicht, dann sagt ihr, du brauchst es nicht glauben, es ist gemessen. Nein, es ist früher nicht schon passiert. Nein, es ist nichts Kurzfristiges, es ist was Langfristiges. Braucht ihr euch nicht mehr anhören, weil es eine Messung oder Milliarden von Messungen gibt, die beweisen, dass das nicht stimmt. Das sind nur Ausreden. Gab es schon immer, ist nicht so schlimm, ist nur was Kurzfristiges, wir müssen uns anpassen, können wir überhaupt nicht. Ne? Und ist das wirklich gut belegt? Ja, ist es. Ne? Also da könnt ihr euch die Veröffentlichung angucken. Hier kommt das her, 33% bis 41% Decline over 25 years. Und als ich das letzte Mal berichtet habe, das ist schon viele Jahre her, darüber, also viele Jahre, das war 2019, dass innerhalb von 25 Jahren ein sehr großer Prozentsatz von Lebewesen verschwunden ist, da ist das selber noch nicht in mich eingesunken, was das bedeutet. Jetzt sehen wir es dieses Jahr, die Insekten, wie gesagt, sind alle wie weggefegt. Ne? Das ist genau das, was passiert. Und das wird jetzt nichts mit den Regenwürmern passieren. Sehr, sehr schlecht. Das ist auch aufgeschlüsselt, natürlich, falls euch das interessiert, nach der Region, in der die meisten Regenwürmer verschwinden. Zum Beispiel, wie sieht es im Wald aus? Wie sieht es da aus, wo Menschen sind? Ich meine, das ist klar, dass da natürlich besonders bei industrieller Umgebung sehr, sehr viele Regenwürmer verschwinden. Aber auch da, wo Menschen Grünflächen anlegen. Also das habt ihr alle gehört. Bitte lasst euren Garten einfach wachsen. Bitte mäht eure Wiese nur einmal im Jahr. Da gibt es auch immer viele Mails, dass man kann doch nicht nur einmal im Jahr die Wiese mähen. Doch, das ist gut für die Vögel, für die Regenwürmer, für alle Insekten, die Wildbienen, das ist für alle super. Also, wenn man, da das aber viele nicht machen, hat man selbst dann, wenn Menschen Grünflächen anlegen, einen Rückgang. Also wenn es nach unten geht, gehen die Würmer zurück. Also sobald Menschen da sind, geht die Menge und die Größe der Würmer sehr, sehr stark zurück. Die einzige Möglichkeit, die allereinzigste sinnvolle Möglichkeit, wie man das nach oben bringt, also dass die Regenwürmer größer und mehr werden, ist gemessen, bewiesen. Tut mir leid, wenn ich euch damit auf den Wecker gehe, aber das sind keine Meinungsäußerungen, ist, dass man ein gemischtes Farmland hat. Also es spricht überhaupt nichts gegen Farmland. Ne? Also bio-vegane Landwirtschaft oder auch andere ein bisschen ökologisch ausgerichtete Landwirtschaft, das geht schon. Nur sie muss mixed sein. Also das darf jetzt nicht nur Grass sein, ne? Also diese Weiden, das funktioniert überhaupt nicht. Da gehen die Regenwurmbestände auch zurück. Und leider merken wir auch, dass im Wald, also überall da, wo Monokulturen sind oder wo nur so Büsche sind, dass da auch die Regenwürmer abnehmen, sondern man braucht wirklich einen gemischten, in Ruhe gelassenen Wald. Also ja, Landwirtschaft, sehr gut, ist klar, ich möchte auch irgendwas essen, ist sogar für die Regenwürmer gut und für alle anderen gut, aber es muss gemixt sein und darf eben nicht diese Einheitslandschaftskultur sein. Das sehen wir sehr, sehr gut. Wie stark ist das jetzt? Ich zeige euch das nochmal so ein bisschen, damit ihr nicht denkt, der Marc redet jetzt hier von 0,1%. Rede ich nicht. Ihr habt gesehen, ne? Über ein Drittel innerhalb von 25 Jahren der Regenwürmer sind verschwunden. Nicht nur kleiner geworden, wie ich das vor ein paar Jahren noch berichtet habe. Das ist die Anzahl der Regenwürmer pro Quadratmeter. Also hier sind wenige Regenwürmer, hier sind viele Regenwürmer. Das ist das Jahr 1925, das ist das Jahr 2020 hier und das ist jetzt unsere Jetztzeit zu der Veröffentlichung des Artikels. Ich habe euch gerade die Autoren gezeigt und die Autorin. Und da seht ihr eben ganz deutlich, wie das hier sehr, sehr, sehr stark runtergeht. Stellt euch mal vor, man würde hier diese leere Fläche hier oben, die würde man wegschneiden und würde das nach oben ziehen, dann würdet ihr sehen, wie steil das wirklich runtergeht. Die Kollegen und Kolleginnen haben das also noch sehr freundlich dargestellt. Also sehr, nicht so, wie soll ich sagen, nicht so darauf angelegt, diesen rapiden Abfall so super stark zu verdeutlichen. Aber der ist hier wirklich sehr, sehr klar vorhanden. Und die Gründe habt ihr gerade schon gehört. Das ist immer der menschliche Einfluss. Wenn ihr denkt, da gibt es nicht genug Messungen zu, gibt es doch. Hier ist zum Beispiel das untersucht für Alfalfa-Kulturen, für Sojaanbau, für Weizenanbau, für Reis und für die Landwirte und Landwirtinnen unter euch und Biologen und Biologinnen. Das könnt ihr in der Veröffentlichung genau nachlesen. Und ihr wisst die Lösung schon. Es muss eine gemischte, freie Landwirtschaft stattfinden und die Wälder müssen komplett in Ruhe gelassen werden. Da darf man überhaupt nicht eingreifen. Da gibt es auch eine andere Darstellungsweise. Ich zeige das jetzt nur für die Forscherinnen und Forscher unter euch. Hier für Baumwolle ist es nochmal dargestellt und vieles andere. Und immer aufgeschlüsselt nach den entsprechenden Regionen. Also hier zum Beispiel am Äquator, in mittleren Gebieten, also was Deutschland bis vor ein paar Jahren war.
oder in sehr feuchten oder sehr trockenen Gebieten. Das ist ganz genau aufgeschlüsselt. Und wenn ich eine Sache erzählen müsste in einer Schule oder auf einem Kongress, würde ich mir wirklich die Regenwürmer rauspicken, weil die das am allerdeutlichsten zeigen, wie Wärme, Kohlenstoffdioxid, wie wir unsere Erde verwenden und behandeln, der menschliche Einfluss und die Wälder zusammenhängen. Das kann man hier wirklich am allereinfachsten und am allersichersten und am schönsten sehen. Es gibt auch noch weitere Veröffentlichungen dazu. Das hier ist eine von 2021 und das sage ich euch nur, falls ihr noch andere Forschungsgruppen mal dazu hören wollt. Das ist halt sehr leicht messbar. Ne? Also man kann Regenwürmer natürlich leicht messen in der Erde, wenn man da die Studierenden rausjagt, ein Jahr lang. Und dann kriegt man die Messungen, könnt euch also gerne anschauen. Und was dabei aufgefallen ist bei diesen Regenwurmmessungen ist, irgendwann haben die Leute gesagt, also warum ist das mit dem menschlichen Einfluss eigentlich so problematisch? Also ich meine, es gibt doch auch Gebiete, wo Menschen halt so ihr Gärtchen haben, da von mir ist auch ein Steingarten, wo überhaupt nichts mehr lebt oder so, aber im Großen und Ganzen tasten die doch nicht die ganze restliche Natur ringsherum an. Also warum ist der menschliche Einfluss so problematisch? Das liegt daran, dass die Natur immer schwächer wird. Und einen Einfluss könnt ihr auch bei YouTube angucken, haben wir der Universität Wien, haben wir ein schönes Video dazu gemacht, ist das Mikroplastik. Hier seht ihr eine kleinere Veröffentlichung, die ist in so einem kleineren Journal erschienen, also bis jetzt zeige ich euch immer sehr hochwertige Sachen, das Environmental Science Technology, Microplastics as a Vector for Bioaccumulation in Earthworms. Das heißt, was jetzt passiert ist, dass nicht nur im Meer, das habt ihr alle schon gehört, und seit letzten Jahr, glaube ich, oder seit diesem Jahr auch in Menschen nachgewiesen, im menschlichen Gehirn, im menschlichen Blut. Wir haben alle überall Mikroplastik. Es gibt nichts mehr in der Tiefe des Meeres, im Wald, im gesamten menschlichen Körper und so weiter, wo kein Mikroplastik ist. So, jetzt fragt man sich natürlich, dringt das jetzt wirklich auch in die Erde ein, in die Ackererde und so weiter? Ja, tut's. Das ist gemessen. Wir wissen also ganz sicher, dass die Mikroplastik sich in Regenwürmern sehr gut anreichen kann. Und da gibt es massenhaft Forschung dazu. Zum Beispiel hier im Journal Toxics. Das ist so ein offenes Journal auch, könnt ihr euch also auch selber runterladen, ist das hier nochmal schön gezeigt. Soil Organisms, die reichern tatsächlich dieses Mikroplastik an, dadurch werden sie noch schwächer und wenn jetzt noch der menschliche Einfluss dazu kommt, die Wärme und so weiter, dann sterben die Tiere halt. Das ist wie bei euch, wenn ihr super geschwächt seid, nehmen wir mal, keine Ahnung, wenn ihr eine super krasse Grippe habt oder Corona oder Krebs oder irgendwas, was euren Körper sehr schwer belastet, wenn dann noch was anderes dazu kommt, ihr müsst irgendwie super schwer schleppen und ihr könnt nicht mehr schlafen und es ist super heiß, dann stirbt jeder, auch ein Mensch. Ne? Die Daten sind auch aufgeschlüsselt nach verschiedenen Sorten von Mikroplastik und nach verschiedenen Größen. Für die von euch, die also dieses Mikroplastik-Thema spannend finden, da gibt es mittlerweile auch gute Studien zu. Man kann aber kurz gesagt, kann man sagen, alle Sorten von Mikroplastik und natürlich die Nanopartikel dringen tatsächlich ein in die Organismen und schwächen sie. Wie sieht es jetzt derzeit aus so mit dem Artensterben, nachdem wir jetzt schon, wie ich schon gesagt habe, Amphibien verloren haben, Schmetterlinge, Ameisen, alles Mögliche. Jetzt geht es den Singvögeln endgültig an den Kragen. Das war schon in meinem ersten Vortrag ein Thema, aber ich will es hier nochmal kurz an aktuellen Meldungen zeigen, weil jetzt was ganz Verrücktes passiert ist. Das wird keiner mehr von euch wissen, die hier zugucken, aber früher galten Spatzen als fürchterliche Schädlinge. Die sollen also die Felder leer gefressen haben und alles Mögliche. Zum Beispiel Mao, der Führer der Chinesen und Chinesinnen, das ist schon was her, hat zum Beispiel auch alle Spatzen ausrotten lassen und alle Fliegen und so weiter. Also da wurden ganz, ganz krasse Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen durchgeführt, die dazu geführt haben, dass natürlich dann der Kreislauf des Lebens da kaputt gegangen ist. Aber das ist jetzt bei uns auch passiert ohne Maßnahme. Wir brauchen dazu gar keine staatlichen Maßnahmen, wo die Kinder rausgeschickt werden und dann für jeden totgeschlagenen Spatzen oder vergiftete Fliege oder so dann irgendwie eine Belohnung kriegen. Sondern das funktioniert auch so, Spatz ade, warum sich der Sperling rar macht. Und wer es noch nicht gemerkt hat, weil ihr ein bisschen auf dem Land wohnt, fahrt mal nach Berlin, fahrt mal nach Köln, fahrt mal nach Hamburg. Da könnt ihr mal gucken, wo ihr da noch die Mengen Spatzen findet, die man vor 10, 20, 30 Jahren gefunden hat. No way. Die sind weg. Ich habe es live miterlebt, könnt ihr auch bei YouTube angucken, wie die langsam erst sind die Spatzen immer mehr in die Innenstädte gekommen, wo sie dann Erbrochenes gefressen haben. Und auf dem Weihnachtsmarkt haben wir gefilmt, wie sie so Fettgebäck gefressen haben aus der Mülltonne und vieles mehr. Krähen manchmal auch, aber auch die Stare. Und die sind rausgedrückt worden, reingedrückt worden aus den landwirtschaftlichen Bereichen in die Innenstädte, immer weiter, Warschaustraße, Hauptbahnhof, paf, da waren sie weg. Und wenn man heute nochmal einen Spatz überhaupt sieht am Hauptbahnhof in Berlin, da kann man schon froh sein, die hatten früher eine richtig große Kolonie, wo immer ganz, ganz viele gekommen sind, die sieht man jetzt seit kurzem auch nicht mehr.
Was ist der Grund? Das brauche ich euch nicht mehr erzählen. Das könnt ihr jetzt schon um 3 Uhr nachts, wenn ich euch wecke, sagen. Der Rückgang naturnaher Flächen und die naturferne Bewirtschaftung in Grünanlagen und Hausgärten. Spatzen könnt ihr blitzschnell erschaffen, indem ihr einfach meinetwegen ein Dach offen lasst und ganz viele Gebüsche habt und ein bisschen Krimskrams hochwachsen lasst. Den Rest machen die Spatzen selber. Also wirklich genügsamere Vögel gibt es kaum noch. Wenn die jetzt noch verschwinden, ist natürlich schlecht. Und dann gibt es so Tiere, die ihr vielleicht nicht so mitkriegt. Das Rebhuhn hier zum Beispiel, da meldet der NABU. Eine ganz aktuelle Meldung, auch ganz neu. Die Bestände des Rebhuhns, früher eine häufige Vogelart in unserer Agrarlandschaft. Also nichts gegen Landwirtschaft. Ich liebe Landwirtschaft. Ich möchte gerne meine roten Rüben und die Ines ihre Linsen und was für so Kichererbsen und Karotten und Spinat möchte ich gerne alles essen und Hafer, ja, bin ich ein ganz großer Fan von. Aber also alles gut, solange es gemixt ist, ne? Die Bestände des Rebhuhns sind seit 1980 europaweit, könnt ihr es lesen? Kann man es lesen? Um 94% zurückgegangen. Seit 1980. Das ist jetzt nicht so lange her. Also klar, wenn ihr 20 seid, ist es lange her. Wenn ihr 50 seid, ist es nicht so lange her. Also in dieser kurzen Zeit sind die Rebhühner, kann man sagen, jetzt fast verschwunden. Ich meine 94%, das ist so wie, okay, whoop, weg damit. Ist das weltweit so? Na klar. Ahnt ihr natürlich jetzt schon, schauen wir mal, wie die Biodiversität, nehmen wir jetzt mal nicht nur Rebhühner und irgendwas, ne, Regenwürmer und so, sondern nehmen wir mal alles. Messen wir mal die Gesamtbiodiversität. Das geht mittlerweile, weil wir natürlich Massendaten haben und, wie ich schon sagte, Milliarden von Messdaten. Und das haben die Kolleginnen und Kollegen hier gemacht. Das könnt ihr wahrscheinlich lesen. Das ist, wenn ihr es nachschlagen wollt, ist es Living Planet Report. Könnt ihr einfach schnell googeln. Da kommt ihr sofort da drauf. Ist gratis als PDF runterladbar. Und da seht ihr in Nordamerika minus 33% Biodiversität seit 1970. Ja, ich bin 1970 geboren. So, nur dass man sieht, also das, ja, ich bin alt, aber trotzdem. Europa 24%, ist egal, wo ihr guckt. Asien 45%, Afrika aus den Gründen, die ihr gerade schon gehört habt, Dürre und Abholzung und so weiter, 65% und Lateinamerika 94%. Peru, Kolumbien und so weiter. So. Das heißt, falls ihr mal, nehmen wir mal, jetzt, ihr seid 70 und guckt gerade euch den Vortrag an oder 80, dann denkt ihr so, oh, da war ich doch mal, daran erinnere ich mich noch. Ja, das, so sieht es da nicht mehr aus. Die gibt es nicht mehr, die Motten, die Schmetterlinge, die Kröten, die sind alle weg, die sind tot und die kommen auch nicht wieder, weil dazu müssten wir sehr, sehr schnell diese gemischte Landwirtschaft und die in Ruhe gelassenen Wälder und den kompletten Meeresschutz haben. Und Meeresschutz ist nicht, dass man ein Meer eindeicht. Ne? Das ist kein Meeresschutz, das ist Landschutz. Da schützt man das Land vor dem Wasser. Aber das Meer wird dadurch noch schlechter natürlich. Das könnt ihr euch vorstellen, ne? Wenn ihr irgendeinen Pott mit irgendeiner Flüssigkeit irgendwo stehen habt und das sich nicht bewegen kann, dann wird das schneller schlecht sozusagen, ne? Weil dann irgendwas reinfällt und dann zersetzt sich das. Das ist schon wirklich lange bekannt. Ich weiß, ich sage das immer wieder, aber ich will es wirklich nochmal sagen. In den 1960er Jahren ist bereits ein super berühmtes Buch erschienen. Das war ein sogenannter Mega-Bestseller, den die Kollegen geschrieben hat über die aussterbenden Vögel, dass man die nicht mehr hört. Das haben wir jetzt. Ne? Also ihr werdet in Großstädten, wenn ihr mal einen Singvogel hört, dann sagt ihr halt so, ach ja, schön, aber das Extreme ist das neue Normal. Früher waren überall in der Stadt Singvögel. Die ganze Stadt hat gesungen. Also da saß wirklich fast in jedem Baum oder in jedem zehnten Baum oder fünften Baum saßen die Tiere, besonders jetzt die Amseln in Deutschland und so weiter, die hat man überall gehört. Die Stare, alles Mögliche. Wo hört ihr die noch? Überhaupt nicht mehr. Und auch schon, das ist auch schon lange her, das ist aus den 1960er Jahren. Das hier ist, ich glaube, 2007. Ist also auch schon was her. Da hat man auch schon, da hat das Telegraph Magazine vom Telegraph, also der Zeitung, die haben so ein Beilagemagazin gehabt, haben die schon gemacht, going, going, gone. Ne? Also bum, 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 bum. Wenn man lang genug drauf schießt, sind die weg. Und wenn ihr mal eine Stellungnahme hören wollt von großen Tierschutzverbänden, dann sagen die bei jeder einzelnen Veranstaltung, zu der die Ines und ich hingegangen sind, sagen die, wir haben keine Tierart gerettet. Wir haben keine Tierart gerettet. Also extrem ist das neue Normal 2023. Und dann jetzt schon in den Jahren davor, wir haben keine einzige Tierart gerettet. Es gibt vielleicht ab und zu mal ein paar Papageien, die wieder ausgewildert werden, ein paar Przewalski-Pferde oder so. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was ausstirbt. Ich kann euch wirklich, also wenn ich nicht so wäre, wie ich bin, würde ich jetzt hier stehen und heulen. Wirklich, todernst gemeint. Das hier, diese Grafik von 1970 bis 2016 in dem Fall nur, die ist natürlich noch weiter runtergegangen, des Biodiversitätsverlustes, das ist so, als ob Wenn ihr, sagen wir mal, in der Schule wart und viele Schulfreunde und Schulfreundinnen hattet oder in einem Verein, egal was, ja, Kegelverein, irgendwas Subkulturelles, Comic, Manga, völlig egal was, als ob
99% eurer Freunde tot wären auf einmal. Dann gibt es immer mal wieder so Meldungen, die es überhaupt nicht in die Medien schaffen. Aber ich bin Biologe, ich lese die, ich möchte euch die auch mal zeigen. Das betrifft dann besonders eben diese Regionen, von denen ich gerade gesprochen habe. Die meisten der weltgrößten Blumen, die heißen Rafflesia, sind on the brink of extinction. Also das, was ich gerade meinte, die kommen nicht wieder. Da könnt ihr Samen einlagern in irgendeiner Datenbank, Samenkühlbank, so viel ihr wollt. Die sterben aus. Auch das wird jedes Mal wieder gemessen. Das sind sogar richtig viele Arten. Das sind 42 Arten. Also das ist jetzt nicht nur eine Blume, so wie Klatschmohn oder so, sondern das sind 42 Arten, die sehen so aus. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Die sind in Deutschland nicht so super bekannt. Die verschwinden jetzt auch noch nebenbei. Und das kriegt schon gar keiner mehr mit. Das heißt, stellt euch mal vor, was so unter dem Radar alles ausstirbt. Bei den großen Tieren ist klar, ne? Als man noch Kampagnen machen konnte. Tiger, Löwen, Elefanten, Giraffen. Klar, da interessiert sich noch jemand, das ist noch eine Meldung wert, da kann man noch irgendwie, weiß ich nicht, da kann man noch Zeitungen verkaufen oder Klicks kriegen oder sowas. Aber das ist eben nicht der Fall bei diesen eher unbekannten Lebewesen, vergleichsweise unbekannten Lebewesen. Und das betrifft aber dann auch die Pilze, auf die ich heute überhaupt nicht eingehen möchte. Das ist einer, den ich sehr mag, weil das ist wunderschön, da kommen so leckere Tröpfchen raus. Und die Pilze erwischt es natürlich auch, weil es klar, wenn der Boden nicht mehr feucht ist, dann kann natürlich auch kein Pilz mehr wachsen. Und auch das ist einer von den Pilzen, die es erwischt hat. Das kommt daher, durch den Klimawandel gibt es bestimmte Bäume nicht mehr, bestimmte Pflanzengemeinschaften, bestimmte Erdgemeinschaften nicht mehr. Und den hat es jetzt auch erwischt. Und der ist the most endangered mushroom on the planet. Also ihr seht hier, von den Pilzen, die man überhaupt kennt, ihr seht hier den gefährdetsten Pilz des Planeten Erde. So, und die Hälfte von euch sagen jetzt vielleicht, der Marc ist aber süß. Ist mir sowas von scheißegal, ob irgendwelche Pilze auf der Erde leben oder nicht, oder ob die Tropfen bilden oder nicht. Das ist aber leider nicht egal, weil genauso wie die Regenwürmer kann die Erde ohne Pilze absolut nichts herstellen. Geht nicht. Ja? Also besonders nicht, wenn wir intakte, gemischte Felder haben wollen. Ich meine, diese intensiv genutzten Felder, das geht schon. Da könnt ihr dann ein paar Jahre lang irgendwas drauf anbauen, ja, Mais oder Weizen oder sowas. Aber wir reden ja davon, dass das vielleicht noch, es wäre doch ganz gut, wenn das auch mal länger als die nächsten 10, 20 Jahre auch noch funktionieren würde. Und dazu sind die Pilze zwingend notwendig. Geht nicht anders. Ist mir alles egal. Es ist mir egal mit den Überschwemmungen. Es ist mir egal mit dem Biodiversitätsverlust. Es ist mir egal mit der Hitze. Es ist mir egal mit dem CO2. Es ist mir egal. Ich habe genug Geld. Ich habe so viel Geld, dass ich das durchstehen werde. Ich kaufe mir eine mega schicke Villa irgendwo und dann ist mir egal, ob da draußen die Leute verbrutzeln oder ertrinken. Und zu essen kriege ich was, das gibt's im Laden. Okay, dann habe ich eine schlechte Nachricht für euch. Selbst wenn ihr so denken solltet, dann schaut euch mal um, wie die Tigermücke, wie die sich verbreiten wird. Das ist schon ganz lange bekannt, dass Malaria wiederkommen wird. Aber leider ist es nicht nur die Malaria, die von diesen ganzen wärmeliebenden Insekten hier. Es gab übrigens früher in Deutschland Malaria. Ne? Ist jetzt nicht so, dass das jetzt was wäre, was es noch nie gab. Also wir leben, also alle, die das Video gucken und ich, ne, wir leben in einer Zeit, in der wir das einfach nur nicht erlebt haben. Aber das gab es mal. Und sind nicht nur die Erreger, die von den Mücken verschleppt werden, sondern es sind eben überhaupt alle Kontakte mit Tieren. Weil dadurch, dass sich Menschen immer weiter ausbreiten, auch wenn immer mehr Menschen in Städten leben, aber die Bevölkerung nimmt ja Weltbevölkerung auf 10 Milliarden zu. Das heißt, insgesamt verbrauchen wir immer, immer mehr Landfläche. Dadurch kommen die Tierkontakte zustande. Egal, ob man jetzt ein Labor hat, was da einen Keim züchtet, oder ob das ein Keim ist, der natürlich in der Natur vorkommt, der wird auf Menschen überspringen. Nicht auf mich. Ich sitze in meiner fetten Villa. Kann mir nicht passieren, doch. Weil du kannst nicht jede Ritze und alles dicht machen, du kannst nicht alles desinfizieren. Du möchtest doch nicht in einem Sterilraum leben, wie in einem Krankenhaus, wenn du eine sehr schwere Erkrankung hast. Möchtest du in einem Sterilraum leben, die nächsten 40 Jahre deines Lebens? Und das nimmt sehr, sehr stark zu. Diese sogenannten Zoonosen, also Erkrankungen, die durch Kontakt mit Tieren auftreten, also Wildtieren jetzt in dem Fall, nimmt 12-mal zu. Und zwar die Anzahl der Todesfälle nur. Wir reden nicht von den Erkrankungen. Und ihr erinnert euch an Corona. Das Hauptproblem waren gar nicht die Toten. Also das war natürlich fürchterlich, ne, dass die ganzen Leute gestorben sind. Aber wirtschaftlich, das ist ja immer das, was die Politik antreibt, wirtschaftlich waren natürlich die ganzen Kranken das Problem, weil die Züge nicht gefahren sind, die Läden nicht mehr aufmachen konnten, alles Mögliche nicht mehr hergestellt wurde, Pflegedienstleistungen nicht mehr erbracht werden konnten. Das war das Problem. Und das wird passieren. Ein 12-facher Zuwachs von Zoonosen. Und wie gesagt, wir wissen ja auch nicht, ob Corona eine Zoonose war oder nicht. Das ist noch unbekannt. Aber
Das wird sehr schnell gehen, weil 2050 ist nicht mehr lange hin. 2050, hier steht noch in 30 Jahren, aber es sind ja in Wirklichkeit weniger als 30 Jahre. Steht sogar in der Bild-Zeitung, kann also auch keiner sagen, er hat es nicht gewusst oder sie hat es nicht gewusst. Also eine zwölffache Zunahme der Zoonosen bis 2050 ist ganz sicher. Das heißt, die Chance, dass ihr euch so eine Zoonose fangt, ist hoch. Und je älter ihr werdet, umso schwächer und kränker werdet ihr. Ne? Jeder Mensch weiß das. Wenn man älter wird, hat man nicht mehr so gute Abwehrkräfte, kann nicht mehr so viel vor die Tür gehen. Der Körper funktioniert nicht mehr so gut. Das heißt, das wird dann auf jeden Fall eine sehr, sehr große Gefahr werden. Die Zoonosen sind erstaunlich gut untersucht, spätestens eben seit Corona. Also auch nur hier, falls ihr wieder sagt, habe ich noch nie was von gehört. Kommen denn die Zahlen her? Könnt euch alles runterladen. Das ist British Medical Journal, eine extrem gute Zeitschrift, eine extrem gute medizinische Zeitschrift sogar. Die haben das mal über einen sehr, sehr langen Zeitraum sich angeguckt, nämlich historisch, und haben festgestellt, dass die historischen Untersuchungen zeigen, dass diese Zunahmen der Zoonosen oder dieser Spillovers aus der Natur, dass die schon immer ein sehr großes Problem waren und haben eben dann hochgerechnet, wie stark uns das alle bedrohen wird. Das habt ihr gerade gehört. Ich meine, klar, ihr könnt immer das sagen, was die Menschen bei Corona gesagt haben: Ich bin gesund, mir passiert das nicht, mich erwischt der Erreger nicht, der Virus, das Virus, die Mücke und so weiter. Aber das ist halt natürlich nicht der Fall, weil ihr wisst, jeder hat Corona bekommen. Ne? Das ist einfach passiert. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, hier ist die gemessene Anzahl der Spillovers, also dieser Zoonosenüberschläge zu Menschen. Hier seht ihr das, die Färbung zeigt euch, wo das besonders stark passiert. Und natürlich wandert das könnt ihr jetzt sehr gut sehen. Gelb ist wenig Spillover, aber hat schon stattgefunden. Bis Violett ist sehr viel Spillover, das könnt ihr hier nicht richtig sehen, das ist hier und da. Das wandert aber jetzt auch schon wieder so von Süden nach Norden. Und hier in China ist natürlich, und Indien, das ist natürlich durch die starke Bevölkerungsdichte eh sehr, sehr, sehr stark ausgeprägt. Hier dann durch die Armut in den Ländern, und das wandert jetzt also hoch. Und die Tigermücke und so weiter, die haben wir ja eh schon in Europa. Ne? Also das ist die Studie, wo diese Zahlen herkommen, die Originalstudie. Da wurde geguckt von 1963 bis 2019, wie stark, also wie schnell steigt die Anzahl der Zoonosen. Die steigt exponentiell. Exponentiell bedeutet, es fängt erstmal langsam an und dann geht es immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und wir sind jetzt in dieser immer schneller Phase drin. Also es geht nicht nur darum, dass 1990 auf der Autoscheibe noch sehr viele Insekten waren, das stimmt auch. 2020 waren es dann weniger, und 2050 ist dann der Mensch leider tot, weil wenn keine Insekten mehr da sind, können wir uns nicht mehr ernähren, ne, und keine Regenwürmer und so weiter. Das ist gar nicht der einzige Grund, sondern es geht auch, wenn ihr das aus meiner Sicht seht, darum, dass wir überhaupt das Leben erhalten wollen. Ich wäre eigentlich ganz froh, wenn Menschen hin, Menschen her, die Erde noch ein reich belebter Planet wäre. Das fände ich auch sehr, sehr schön. Es geht nämlich nicht nur um mich und um alle anderen Menschen um uns herum, sondern es geht darum, dass die Erde auch so wunderschön ist, auch ohne dass ich auf ihr lebe. Ne? Also das könnte man sich auch mal überlegen. Zum Beispiel seht ihr hier, das ist die gefährdete biologische Vielfalt. Die Veränderungen habt ihr ja vorhin schon gesehen im Bezug auf die sehr, sehr starke Abnahme. Und dazu gibt es schöne neue Studien, die zum Beispiel vom World Wildlife Fund kommen. Die Studien könnt ihr euch selber mal runterladen. Da steht auch immer drin, was eigentlich die Ursachen sind. Und da werdet ihr sehen, der Klimawandel ist nicht immer die Hauptursache für den Biodiversitätsverlust, sondern es ist wirklich Umweltverschmutzung, das Einwandern der Tiere, das will ich jetzt mal nicht dazu rechnen, das kann man verschieden bewerten, dann Überfischung und Überjagung und Veränderungen in Land- und Meeresnutzung. Und jetzt nähern wir uns so langsam dem, was ihr euch die ganze Zeit fragt. Was können wir tun? Also, ihr könnt sehr viel tun, weil wenn euer Verhalten dazu führt, und das von ganz vielen anderen, dass die Umwelt weniger verschmutzt wird, dass weniger überfischt und überjagt wird, dann ahnt ihr schon, was jetzt passiert. Also Schritt 1 ist schon mal, wir benutzen keine Tierprodukte mehr. Weil wenn wir keine Tierprodukte mehr benutzen, können wir direkt die Pflanzen verwenden, oder von mir ist auch Algen, ne? Die Ines isst sehr gerne Algen, ich eigentlich auch, die sind lecker. Also das heißt, da seht ihr schon mal, wo das hingeht. Man muss nicht immer nur sagen, die da oben sollen weniger CO2 ausstoßen. Könnt ihr gerne machen, aber ihr müsst selber euer Leben so umstellen, dass das, was hier Landnutzung, Überjagung, Umweltverschmutzung ist, dass das eben auch dazu führt, dass davon weniger stattfindet. Da kommt er nicht drum rum. Und dazu gibt es eine gute Nachricht. Jetzt sind wir gleich fertig. Die gute Nachricht ist, die Energie an sich ist nicht mehr das Problem. Ihr habt ja bestimmt schon was von Kipppunkten gehört, ne, in irgendwelchen anderen Zusammenhängen. Ein bewiesener Kipppunkt ist, dass wir dieses Jahr, 2023, den Kipppunkt überschritten haben zur Nutzung von Sonnenenergie. Das heißt, es wird, werdet ihr gleich sehen, es wird weltweit auf Sonnenenergie hinauslaufen. Windenergie auch, aber Sonnenenergie. Das ist nicht mehr aufzuhalten.
Das heißt, das Problem ist im Grunde gelöst. Man könnte die ganzen Ölquellen zumachen, man könnte die ganzen Atomkraftwerke, ist jetzt ja eh schon passiert, wobei die natürlich CO2-neutral sind, aber andere Probleme mit sich bringen. Man könnte also Kohleverbrennung und so, das könnte man wirklich viel, viel, viel schneller aufhören lassen, wenn man nicht diese politischen Sorgen hätte, die ihr vorhin gehört habt. Weil die Anzahl der produzierten Solarzellen, aber auch der Preis des Solarstroms so gesunken sind. Hier seht ihr das mal von Our World in Data, das kann ich euch eher empfehlen, das ist eine sehr, sehr gute Seite. Da seht ihr auch viel über die Bevölkerungsentwicklung und über Armut und da sind wirklich alle möglichen Daten drauf, Wassernutzung und so. Da ist hier aufgetragen die Kosten für die Megawattstunden, also für den Strom halt, für elektrischen Strom, von 2009 bis 2019 erstmal nur. Und da seht ihr schon, dass hier die Solarenergie, der Preis ist von 300, nee, könnt ihr nicht sehen, ich lese es euch vor, von $359 2009 innerhalb von 10 Jahren gesunken auf $40. Also Solarenergie ist jetzt nicht nur der billigste Strom, sondern auch der am schnellsten im Preis gesunken ist. Also nochmal, ich weiß, ihr habt es wahrscheinlich verstanden, aber ich sage es nochmal. Solarenergie wird bewiesen, gemessen, aus finanziellen, politischen und allen anderen Gründen, die Energie der Zukunft sein. Und Solarenergie haben wir. Also das heißt, dieses Problem ist gelöst. Die Veröffentlichung, die neueste, die sich darauf bezieht, stammt von September 2023, also die ist ganz, ganz, ganz neu. Die sagt das auch nochmal, das Momentum der Solarenergie-Transition, also die Umstellung auf Solar, ist erfolgt. Also das ist passiert, dieser Kipppunkt ist erreicht. Hier könnt ihr auch die Anteile sehen, dass hier oben ist die Solarenergie, dieses, sagen wir mal, hellrote. Und die anderen Energieformen, die bleiben hier relativ gleich. Das ist Windkraft. Das bleibt jetzt hier ab 2020 allerdings. Ne? Also 2020, 2030, 2040, 2050, 2060. Das wird ungefähr gleich bleiben. Die Wasserenergie auch, die allerdings schwere biologische Probleme nach sich zieht, weil durch diese ganzen Stauungen und weniger Sauerstoff durch Mischung der Gewässer hat man also große Probleme. Was hier sehr, sehr stark abnimmt, ist Kohle. Aber nach dem, was wir hier bis jetzt sehen, ist natürlich, dass sie trotzdem weiterverwendet wird. Ihr habt ja schon gehört, Öl und Kohle und alle fossilen Energien werden weiterverwendet, besonders das Öl und die flüssigen Quellen. Das heißt, dieses Problem kriegen wir dadurch auch nicht weg durch die Sonnenenergie. Das muss durch Verhaltensänderungen der Verbraucher und Verbraucherinnen passieren, weil das politisch nicht wegzukriegen ist, weil Politik natürlich mit Wirtschaft zusammenhängt, ist ja klar. Also ihr seht das nochmal aus derselben Veröffentlichung, die Solarenergie ist hier so rötlich dargestellt. Das wird im Jahr 2030 bereits, wird die cheapest source sein in fast allen Ländern der Welt. Hier in diesen Ländern, die ihr hier oben seht, wundert ihr euch vielleicht, in Nordeuropa. Das kommt daher, dass die auf jeden Fall billig vor Ort können, die selber Öl fördern. Deswegen sieht das hier noch so aus. Aber das wird also blitzschnell gehen. Hier seht ihr das 2027, also hier ist 2020. Da hat man in Russland noch viel Nuklearenergie. Da ist sie noch am billigsten in der Sowjetunion, Russland. Hier auch oder auch den angrenzenden osteuropäischen Gebieten. Aber dann wird sie ab 2027, das ist jetzt sehr, sehr, sehr bald, wird sie schon die billigste sein, selbst in der Sowjetunion und Russland und den angrenzenden Gebieten. Und dann am Ende, also das Thema ist durch. Nur, was machen wir jetzt, damit Verhaltensänderungen eintreten? Und das will ich euch zum Ende zeigen. Ihr habt ja vielleicht dieses Jahr mitbekommen, dass without trees hat man in den Städten eben diese 40 Grad Celsius. Und wenn man ganz viele Bäume zum Beispiel hat und noch ganz viel anderes, was ich schon gesagt habe, Efeu hochwachsen lassen und so, ist es tatsächlich 10 Grad oder sogar mehr, es kann auch mehr als 10 Grad Celsius sein, angenehmer, sodass ihr da rumlaufen könnt. Also bei 43 Grad kann man nicht rumlaufen, ne? Bei, weiß ich nicht, 25, 28 Grad kann ich sehr, sehr gut rumlaufen. Das heißt, Schritt Nummer 1 ist zwingend eine wichtige, nicht harmlose, nicht lustige, nicht nebensächliche Säule, extreme Begrünung der Städte, das geht blitzschnell. Da könnt ihr alle möglichen Kletterpflanzen nehmen, Blauregen zum Beispiel, Efeu und so weiter. Das könnt ihr auch an Gerüsten hochklettern lassen. Dann könnt ihr die Bäume stehen lassen, die halt noch stehen können und versuchen, so viel wie möglich nachzupflanzen, weil da geht es ja nicht nur um CO2-Speicherung, sondern jetzt um Kühle und Frische und dergleichen mehr. Also das geht auf jeden Fall. Das könnte man sofort machen. Mache ich das? Ja, ich mache das. Ich selber bezahle zahlreiche Bäume, die in Großstädten gepflanzt werden, von meinem Geld. Dann könnt ihr euch immer auf dem Laufenden halten. Das will ich euch jetzt vielleicht nicht mehr zeigen, aber das will ich euch nur mal erwähnen. Ihr könnt einfach bei Global Climate Change immer gucken, was sind eigentlich die genauen Werte, die sich tagesaktuell verändern. Da gibt es tatsächlich eine Seite, die ich jetzt hier nur erwähnen will, um da nicht einzeln durchzugehen. Die heißt climate.nasa.gov oder ihr googelt es einfach. Ne? Also Climate, englisch geschrieben, C-L-I-M-A-T-E und dann nasa.gov, also nicht com. Und da habt ihr ganz, ganz aktuelle Daten für den Fall, dass jetzt irgendeiner hier immer noch sagt oder irgendeine, der Marc,
der hat ja manchmal Daten, die sind 4 Wochen alt oder ein Jahr alt oder so. Ja, dann könnt ihr euch hier die allerneuesten Daten angucken. Dann, das habe ich gerade schon gesagt, was wir unbedingt sofort ändern müssen, auch hier grundsätzlich wichtig, nicht lustig, nicht nebensächlich, sondern grundsätzlich wichtig, weil nur so die Landflächen erhalten werden können. Nur so ist die Umstellung auf pflanzliche Ernährung. Hahaha, 24. September 2023. In Wemding, Bayern, flüchtet ein Schwein vor seinen Metzgern. Schmunzel, schmunzel. Und wird dann eingefangen und dann natürlich verarbeitet. Ne? Was ist denn das für eine Story? Also jetzt, ich tut mir leid, wenn ihr mich jetzt für kindisch oder kindlich haltet, aber was wäre denn, wenn ihr das Schwein wärt? Würdet ihr gerne in so einem Stall leben oder wo auch immer das da vorher gelebt hat, dann hingerichtet werden und dann aufgegessen werden? Ich weiß nicht, was ist daran zum Schmunzeln? Nichts. Und das ist aber gar nicht der Punkt. Selbst wenn ihr keine Schweine mögt und keine Hühner, dann kommt dasselbe, was ihr jetzt gerade schon mal gehört habt. Selbst dann solltet ihr daran denken, dass die im Gefüge einer lebenden, gesunden Welt drin stecken normalerweise und nicht in Massenkulturen stecken sollten. Das wird dazu führen, oder hat schon dazu geführt, dass die Ernährung, also durch Fleisch und Tierprodukte, Eier, Milch und so weiter von Tieren, dass die so problematisch ist, dass alle Regierungsinstitutionen und alle Ernährungsinstitutionen seit 2023 allerspätestens aus Gesundheitsgründen und aus Gründen des Klimas und so weiter empfehlen, keine Fleischprodukte oder so wenig wie möglich zu verwenden. Das ist also auch nicht irgendwie nur meine Meinung oder nur die wissenschaftliche Messung. Das haben mittlerweile auch alle beteiligten Organisationen übernommen. Dann gibt es noch Dinge, auf die kommt man nicht sofort vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht auch doch. Das sage ich auch immer wieder, da schmunzeln alle drüber, aber ich mache das. Kleidung mehrfach benutzen. Also man nimmt von vornherein teurere Kleidung. Das hier ist zum Beispiel so ganz dicht gewebtes, so eine Art Jeansstoff, Baumwollstoff. Dann kann man da vorsichtig mit umgehen und notfalls lauter das nähen. Meine Klamotten, das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil es schwarz auf schwarz ist, sind komplett von oben bis unten vernäht. Wenn man Riss drin war, wird er genäht. Wenn ein Loch drin war, wird es gestopft. Ne? So ist das halt. Und dann halten die also sehr, sehr, sehr lange. Die Klamotten sind wirklich uralt teilweise. Macht das was aus? Für Kohlenstoffdioxid, könnt ihr mal kurz raten, wie viel macht die Bekleidungsindustrie auf die Kohlenstoffdioxidmenge aus, die ausgestoßen wird jedes Jahr? 10%. 10% der CO2-Produktion stammen aus der Herstellung von Kleidung. Das lohnt sich mega, da mal weniger Kleidung zu benutzen. Ihr müsst doch gar nicht irgendwie bescheiden sein. Da gibt es ja auch so eine Bewegung, man soll bescheidener sein und karg leben und so. Nö, müsst ihr gar nicht. Ich bin weder bescheiden noch lebe ich karg. Ich finde meine Klamotten super geil. Ich möchte gar keine anderen haben. Nur deswegen gehe ich gut damit um, pflege sie und ziehe sie lange an. So, dann natürlich Ernährung. Das habe ich schon ganz oft in Vorträgen erzählt, deswegen nur ganz kurz nochmal. Ernährung kann man insofern, auch ohne dass man das jetzt von den Daten her aufrollt, kann man umstellen. Überleg dir, was du kaufst, dann brauchst du hinterher nichts wegschmeißen. Die Ines und ich schmeißen keine Nahrungsmittel weg, das geht. Ihr habt richtig gehört, wir schmeißen keine Nahrungsmittel weg, das geht. Ich kann uraltes Brot wiederbeleben. Wir haben erst vor 2 Tagen, haben wir die Reste, da haben wir das Kochwasser genommen von irgendwelchem Rosenkohl, den ich mal gekocht habe. Das hatte ich eingefroren, dann haben wir das Rosenkohlwasser genommen, haben da alles an Gemüse reingeschmissen. Fertig war das Essen. Lecker. Guckt mit Care, wenn ihr gerne kocht, ne, dann könnt ihr natürlich selber kochen. Da spart ihr auch sehr viele Abfälle, weil wenn ihr ständig vom Bringdienst was bringen lasst, habt ihr super viel Abfall, wisst ihr auch alle. Dann servieren nur so viel, wie jeder essen möchte. Genauer gesagt, wir machen das so, jeder soll sich selber was nehmen. Also gar keine Portionen. Ich weiß, das hört sich alles so ein bisschen klein, klein an, aber das macht einen riesen, das hat einen riesen Einfluss, wie ihr ja schon gesehen habt und noch sehen werdet. Natürlich hebt das auf, was ihr habt. Also macht es ein, friert es ein, kocht es ein, stellt es in den Kühlschrank. Wir haben so Dosen, da tun wir alles rein. Wunderbar, das funktioniert sehr gut. Ich weiß, das hört sich wenig an, aber das summiert sich mega zusammen. Viele Leute, die ich kenne, schmeißen die Hälfte ihrer Nahrungsmittel pro Jahr weg, weil die übrig bleiben oder weggeschnitten werden oder sonst irgendwas. Die Hälfte ihrer Nahrungsmittel. Und falls ihr was selber anbauen könnt, versucht es mal. Das wird für die meisten hier aber nicht möglich sein. Wie viel spart das jetzt denn eigentlich ein, wenn ich mich pflanzlich ernähre und zusätzlich so ein bisschen sparsamer mit den Nahrungsmitteln umgehe oder sie zumindest nicht wegschmeiße? Naja, also hier bei der Swing Kitchen könnt ihr das schön sehen. Das ist so ein veganes Fastfood-Restaurant. Das gibt es aus Österreich, das gibt es aber auch woanders, in Berlin und so. 11 volle Badewannen Wasser spart ein einziger Patty ein. Also ein einzige Frikadelle vom Burger, oder wie die Ines zu sagen pflegt, oder Burger, spart 11 Badewannen Wasser ein.
Und da haben wir noch gar nicht von Kohlenstoffdioxid geredet. Aber was ich noch interessant finde, ist, ein Frikadellending spart auch noch so einen Sack, naja, mehr, so einen Sack Getreide ein. Das heißt, 11 Badewannen Wasser und so einen Sack Getreide. Wieso wird das gespart? Weil es nicht für die Tierzucht verwendet wird. Das heißt, ihr könnt aus so einem Sack Getreide könnt ihr ganz, ganz viele Hamburger Bratlinge machen und natürlich könnt ihr da nur ganz wenig Kuh von ernähren, weil da viel Energie verloren geht dabei. Das macht also einen Riesenunterschied aus und das ist nicht alles. Da könnt ihr noch sagen, ist mir egal mit dem CO2 und dem Wasser und so. Es geht auch wirklich darum, dass hier von den ganz, ganz neuen Studie aus 18. September 2023 aus Nature Communications, also einer wirklich guten Zeitschrift, haben die Kollegen Marco Springmann, Adrian Leib und mehrere andere Kollegen und Kolleginnen haben mal ausgerechnet, was die pflanzliche Ernährung für die Luftverschmutzung bzw. gegen die Luftverschmutzung ausmacht und die Sterblichkeit. Und das ist krass. Das wusste niemand von uns. Also ich kannte keine Messung dazu. Hier könnt ihr das sehen. Man sieht immer die Menge der Schadstoffe hier zum Beispiel. Wartet mal, ich vergrößere es euch mal. Hier ist die Menge in dem Fall von so einer Stickstoffverbindung, die in die Luft gelassen wird. Hier von wenig bis ganz viel, ne? Und dann seht ihr den Unterschied zwischen der sozusagen angeblich normalen Ernährung mit ganz viel Fleisch, das ist dieses dunkelrote hier, zu der flexitarischen. Ich weiß zwar nicht genau, was das bedeuten soll, aber okay, es ist auf jeden Fall weniger Fleisch. Und dann zu dem, was ich jetzt hier interessant finde, nämlich vegetarisch und pflanzlich, also rein pflanzlich. Hier, die Vegetarier essen ja noch Eier und Kuhmilch und so, die Veganer und Veganerinnen dann nicht mehr. Das macht einen gigantischen Unterschied in dem Ausstoß von diesem Stickstoffgas. Sagt ihr, Stickstoffgase sind mir auch egal. Gut, dann schauen wir uns doch mal an, wie es mit der Gesamtluftverschmutzung aussieht. Also hier lässt man jetzt mal die Fleischesser, Fleischesserin weg, dann diese angeblichen Flexitarier und hier jetzt die Veganer, nehmen wir mal die. Und da seht ihr, der Ausstoß von Ozon und von diesen Teilchen, die Luftverschmutzung ausmachen, geht mega zurück. Also das ist die Grundlinie, die ist jetzt oben. Und es wird immer weniger, je länger der Balken nach unten geht. Und wenn ihr euch pflanzlich ernährt, habt ihr viel, viel, viel weniger Luftverschmutzung. Das ist natürlich sensationell, weil Hitze plus Luftverschmutzung, wisst ihr, ist gleich Allergie, Herzbelastung und alles andere. Also selbst wenn man das jetzt gar nicht auf weltweiten Maßstab sieht, sondern nur darauf. Dasselbe gilt auch für die Anzahl der Toten. Einfach nur der Toten, die verfrüht sterben. Die Anzahl der verfrühten Toten, jetzt kommt wieder diese Abnahme, also hier oben ist die normale Todesrate, je weiter das nach unten geht, umso weniger Leute sterben, ist am allerniedrigsten bei den pflanzlich sich ernährenden Leuten. Was wollt ihr jetzt da noch sagen? Dann braucht ihr nicht mehr auf einzelne Gase achten, auf kleine Schwebteilchen, auf Regenwürmer, auf Plastik oder so, sondern da seht ihr ganz klar, die Leute sterben weniger. Und jetzt kommt das Letzte, wenn ihr ganz krasse Menschenfeinde seid und nur an euch selbst denkt, dann müsstet ihr eigentlich schon überzeugt sein, aber seid ihr vielleicht noch nicht. Also gut, ihr denkt nur ans Geld. Nehmen wir mal an, ihr denkt nur ans Geld. Und das ist das, finde ich, verblüffendste an der Studie. Hier seht ihr wieder die Flexitarier, die Veganer und die Vegetarier. Und das ist die Menge der Arbeitskraft, die betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich mehr erwirtschaftet wird. Und die nimmt zu. Je mehr pflanzliche Ernährung ihr habt, umso höher ist der Balken, umso mehr Zunahme an Economic Value habt ihr hier angegeben in Trillion US Dollars. Also eine riesige Summe. Das nimmt zu durch pflanzliche Ernährung. Warum? Weil erstens weniger Schäden entstehen und zweitens, weil er natürlich viel direkter von der Pflanze zum Nahrungsmittel kommt. So, was wollt ihr jetzt noch mehr? Ihr seid gesünder, ihr sterbt weniger schnell und alle verdienen mehr. Jetzt bin ich auf die E-Mails gespannt, wo ihr mir eine Studie zeigt, dass das hier nicht überzeugend ist für pflanzliche Ernährung. Die pflanzliche Ernährung nimmt zwar in Deutschland ein bisschen zu, das reicht aber noch lange nicht. Wir müssen jetzt unbedingt grundsätzlich was ändern und eine der Möglichkeiten, die jeder von euch heute machen kann, ist pflanzliche Ernährung. Das heißt, es werden immer mehr vegane und vegetarische Alternativen angeboten. Ich persönlich finde die nicht so spannend, die Ines ist aber ein riesen Fan davon. Zum Beispiel von Wurstschnitzel nachgebaut wird oder neulich hatte sie so Leberwurst oder Teewurst nachgebaut und alles mögliche. Käse, ich brauche das nicht, aber sehr viele möchten das, gibt's. Es gibt keinen einzigen Grund und keine einzige Ausrede mehr, sich nicht pflanzlich zu ernähren. Ne? Abgesehen davon sind die Tiere schlau und nett und freundlich. Und auch wenn sie nicht schlau sind, sind sie fühlend und denkend. Hier zum Beispiel ein kleines TikTok-Video hier von unserem Huhn, was da spielt mit dem Hund. Da seht ihr das. Ne? Da könnt ihr mir ja nicht erzählen, dass das nicht ganz normale Lebewesen wie du und ich sind. Hä?
wo ist der Hund? Ja, und jetzt machen die halt so ein Versteckspiel und erschrecken sich und so weiter. Da seht ihr auch, seht ihr auch, wie der Hund richtig gewartet hat. Und das ist mir auch noch wichtig. Es geht wirklich nicht einfach darum, dass man sagt, ich will das wegen dem Geld oder weil Menschen dann weniger sterben, sondern das sind doch echte Lebewesen. Angeblich habt ihr doch alle Tiere lieb. Wenn ihr Tiere lieb habt, dann lasst sie doch in Ruhe. Weil die können die tollsten Sachen, viele Vögel können das Magnetfeld wahrnehmen. Alle möglichen Lebewesen sind auf Bereiche des Lebens, die Regenwürmer, angepasst, in denen wir überhaupt nichts machen können und Nährstoffe herstellen können. Lasst doch die Tiere in Ruhe. Lasst sie in Ruhe. Es gibt auch hier wieder, es gibt keinen Grund, sich nicht von Pflanzen zu ernähren, sondern nur Gründe, die dafür sprechen. Und es gibt keinen Grund, immer blöde Ausreden zu finden dafür. Ja, die Hühner sind ja bio und öko und sonst was. Ja, habt ihr schon mal die Schweine, Rinder und Hühner- und Putenzuchtanlagen gesehen? Ich weiß nicht, also ich finde das grauenhaft. Dieses Sterben ist gemessen. Ich habe das schon mal im vorigen Vortrag erwähnt, ich erwähne es aber hier nochmal. Allein im europäischen Sommer 2022 hat die Hitze über 60.000 Menschen getötet. Das ist gemessen. Das sind diese verfrühten Tode. Da reden wir jetzt aber nicht von pflanzlicher Ernährung, sondern nur von der Hitze. Und ich will damit so langsam aufs Ende zukommen, damit ihr seht, warum ich diese grundsätzliche Änderung von jedem Einzelnen anregen möchte. Weil wir haben nur noch wenige Jahre Zeit und wir möchten ja, dass nicht alles einfach wegfackelt und wegflutet. Leider ist dieses Jahr, 2023, das passiert, was wir ja noch nicht mal befürchtet haben. Das war uns gar nicht klar. Es ist alles viel schneller den Bach runtergegangen, gemessen. Und es ist nicht nur schneller, sondern noch schlimmer geworden. Also es ist mehr passiert und das, was passiert ist, ist noch schlimmer geworden. Ne? Forscher entsetzt über die Folgen der Erderhitzung und viel mehr ist in der Pipeline. Und da sagt ein Kollege hier, Bob Watson, der auch mal Vorsitzender von einem der Ausschüsse beim Weltklimarat war, sagt, ich bin sehr besorgt. Keine der beobachteten Veränderungen ist überraschend, aber sie sind gravierender, als wir vorausgesagt haben. Das, was ich gerade erwähnt habe. Ne? Wahrscheinlich haben wir die Folgen unterschätzt und das haben wir. Wir haben alle die Folgen unterschätzt. Wenn ihr einen Vortrag von mir vor 4 Jahren anguckt, selbst ich habe mir nicht im Traum ausmalen können, dass wir 2023 das wärmste Jahr seit 125.000 Jahren hatten. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Was müssen wir machen? Die Forschergemeinschaft muss brutal ehrlich sein, bin ich ja jetzt hier mit euch. Wir befinden uns auf dem Weg zu 2 bis 3 Grad Celsius und ehrlich gesagt zu 4,5 Grad Celsius. Das ist noch, die Stellungnahme ist schon, die ist schon älter, die ist glaube ich schon 2 Jahre alt oder so. Und wenn ihr euch vorstellt, ihr seid jetzt 20 Jahre alt und ihr stellt euch vor, dass die Lebensbedingungen auf der Erde 2050 nicht mehr mit dem in Einklang zu bringen sind, was wir so kennen, dann heißt das, dass wenn ihr jetzt 20 seid plus 27 Jahre, dann seid ihr im Alter von 47, lebt ihr auf einer Erde, auf der große Gebiete nicht mehr bewohnbar sind. Das kann doch keiner wollen. Und deswegen dieses Ganze, ich bemühe mich mal drum, das mache ich vielleicht mal später, ich lese mich mal ein bisschen ein, nächstes Jahr schaue ich mal, was ich tun kann, das nützt nichts mehr. Ihr müsst es jetzt machen. Fotografiert euren Teller und guckt, ob da pflanzliche Nahrung drauf liegt oder nicht pflanzliche Nahrung. Das könnt ihr ganz einfach selber testen. Und jetzt nehmen wir mal was scheinbar Harmloses. Ist es schlecht, wenn ich täglich dusche? Nö, ich finde das sehr gut, wenn ihr täglich duscht. Aber ihr könnt ja einfach eine Energie- bzw. Wasserspar-Duscheinrichtung da reinmachen. Da gibt es verschiedene. Also so mehr so, die Wasser einstrudeln und welche, wo weniger Wasser rauskommt. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Aber die sparen die Hälfte des Wassers. Stellt euch das mal vor. Wir haben ja schon gesprochen über Mengen und was die Hälfte ist. Und die Hälfte ist total viel. Stellt euch mal vor, die Hälfte eurer Freunde wäre nicht mehr da. Oder eure Badewanne, in der ihr von mir aus baden wollt, ja, die wäre nur halb voll. Oder ihr kriegt nur die Hälfte von eurem Essen. Also die Hälfte ist super viel. Also bitte macht es nicht nächstes Jahr, sondern besorgt euch heute einen Duschkopf, der bewiesen, nicht nur durch Gelaber und Geschwurbel, die Hälfte Wasser verbraucht. Das ist sehr gut, weil wir haben ja kaum noch Trinkwasser auf der Welt. Hier in der Schweiz geht es ja noch, aber Deutschland ist das Land, was am schnellsten austrocknet weltweit. Dann könnte man grüne Dächer machen. Nicht könnte, dann muss man grüne Dächer machen. Also es müssen nicht nur die Bäume überall gepflanzt werden in den Städten und das Efeu und die Rankpflanzen überall hochwachsen. Natürlich an Gittern, damit die Fassade nicht irgendwie kaputt geht. Aber das muss passieren, weil sonst wird man in den Städten nicht mehr rumlaufen können. Und ich meine, ihr könnt ja nicht von Juni bis September euch nicht mehr draußen bewegen.
Das ist ja gar nicht möglich. Oh gut, oder man stellt alles auf nächtliche Geschäftszeiten um. Das wäre dann vielleicht auch noch eine Möglichkeit und bleibt dann tags immer in der Wohnung die ganze Zeit. Aber ich glaube, das wird wirtschaftlich ein bisschen schwierig. Und was ist mit Autos? Ich will es nur einmal kurz erwähnen. Autos sind ein sehr großes Problem. Autos, die großen Autos, die fucking SUVs, sorgen dafür, dass alles, was bei Autos durch technische Einsparungen, durch den geringeren Verbrauch von was auch immer, nennen wir es mal Energie, verwendet würde, das ist leider wieder zu Staub zerfallen, weil 10% der globalen Treibhausgasemissionen stammen von Autos. Es ist nicht egal, ob ihr euch ein größeres Auto kauft. Es ist absolut nicht egal, wenn ihr mit ÖPNV fahrt. Das ist zwar manchmal lästig und manchmal sind da viele Leute drin und mal kommt der Zug zu spät und mal ist in der Straßenbahn jemand, den ihr nicht nett findet. Aber es geht doch um was viel Größeres. Es geht doch darum, dass ihr euch lebensverträglich mit dem Rest der Menschheit und der Tierwelt vertragt. Also deswegen wirklich, das ist wirklich das Allerüberflüssigste. Also diese ganzen SUVs, die sind wirklich so sinnentleert, dass wir alle uns fragen, warum passiert das überhaupt? Warum machen Menschen das? Warum möchten die mit so einem riesigen Auto rumfahren, wo es doch so einen großen Einfluss hat? 10%. Wenn ihr mal an die Kleidung denkt, 10% kommen alleine von der Kleidung, könnt ihr selber lösen. Jeder hat das in der Hand. Da braucht ihr keine Politik für. Könnt ihr selber. Und das mit den Autos braucht ihr auch keine Politik für. Das große, fette Auto braucht auch keiner fahren. Das heißt, hier sagt zum Beispiel die Premierministerin von Barbados, die ich hier rein montiert habe, die sagt zum Beispiel, wir sind jetzt am Endstadium dessen, was möglich ist. Also ich glaube, sagt sie, dass das nicht jeder verstanden hat. Und ich glaube das so langsam auch. Ich glaube so langsam auch, dass das nicht, weil ganz oft hören wir, die anderen sollen das machen, die Politik soll das regeln. Nein, wenn ihr nicht heute die Umstellungen, die ihr hier gesehen habt, durchführt, wie soll das denn die Regierung für euch erledigen? Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Also da hat sie völlig recht. Und wenn euch das alles nicht überzeugt, hier ist nochmal eine Sache, die ich wirklich wichtig finde und die ihr vielleicht nicht wisst. Stress, das heißt Wetterstress, Klimastress, Hitzestress, Dürrestress, Migrationsstress, Angst, das wird alles ohne Quatsch wie so kleine Klammern auf das Erbgut eurer Kinder übertragen im Mutterleib. Wenn ihr ein Kind bekommt, und der Stress bei euch vorhanden ist, der dann durch die Umweltbedingungen zwangsläufig vorhanden ist, dann könnt ihr, wie es hier auch die American Psychological Association nochmal schön zusammengefasst hat, das könnt ihr euch runterladen, hier der Report, der ist gratis, barriere- und werbefrei, könnt ihr euch einfach runterladen, Mental Health and Our Changing Climate, zusammen mit Eco-America and Climate for Health. Wenn ihr da mal reinguckt, werdet ihr das nochmal sehr deutlich sehen. Es ist eine persönliche Entscheidung, die euch die Politik nicht abnehmen kann. Ihr müsst den Stress eben senken. Und dann habt ihr auch gesündere Kinder und ihr seid selber gesünder und ihr seid auch wirklich fröhlicher und ihr habt gesehen, ihr sterbt weniger früh und vieles mehr. Und hier ist eine schöne Darstellung dazu. In der Mitte stehen die ganzen Brände, die super krasse Hitze, die Stürme und die Gewitter und die Blitze und so weiter. Und die wirken sich dann auf die geistige Gesundheit aus. Ist klar, wenn ihr mehr Stress habt, habt ihr mehr Depressionen, habt ihr mehr Posttraumastörungen und zwar entweder kriegt ihr sie dadurch oder sie verstärken sich, wenn ihr sie schon habt. Dann das zweite ist, die Gesundheit der Gemeinschaft wird dadurch geschädigt. Also man hat schlechteres Sozialverhalten, logischerweise, ne, wenn alle aufeinander gedrückt werden und es nichts mehr zu essen gibt und nichts mehr zu wohnen. Die Menschen fühlen sich nicht mehr zu ihrer Umgebung zugehörig oder sie werden vertrieben und sind dann aus ihrer Ursprungsgemeinschaft verschwunden. Und natürlich glauben die Leute auch weniger an ihre Regierungen, weil sie den Eindruck haben, die Regierung macht zu wenig, obwohl in Wirklichkeit die Einzelnen so wenig machen. Also das ist also, das nennt man Community Health oder Public Health. Und dann hat man das ganz Klassische, was ihr alle erlebt habt diesen Sommer. Hitze plus Staub plus Trockenheit ist gleich, die Allergie wird schlimmer. Also die ganz normale körperliche Gesundheit, das geht auf die Lunge. Ihr kriegt diese Hitzeschäden, wo ja sehr viele Leute auch von gestorben sind. Und man kann Asthma und Hitzschlag, Herzschlag, alles Mögliche bekommen, ne? Und das geht alles davon aus und ihr habt es mit in der Hand. Schiebt es nicht auf andere, bitte, sondern sorgt selbst dafür, dass was passiert. Denn wenn ihr mal guckt, die Ostsee beispielsweise, die ja jetzt hier in der Schweiz haben die Menschen nichts mit der Ostsee zu tun, in Österreich auch nicht, in Liechtenstein und so, aber in Deutschland haben wir die Ostsee. Das heißt, diejenigen, die von euch Deutsche sind, könnten sagen, okay, ich sorge dafür, dass die Ostsee sich nicht stärker erwärmt, erstens, und zweitens, dass ich keine Produkte aus der Ostsee verwende, die dort dafür sorgen, dass der Zustand noch schlechter wird. Ich meine, selbst vor der eigenen Haustür kriegen wir es nicht hin und gerade die Deutschen sind ja immer der Meinung, sie müssen dem Rest der Welt erzählen, wie es funktioniert. Ja, okay, dann lass es doch mal mit der Ostsee anfangen. Das wäre doch gut, weil sonst endet das nämlich so, wie hier von War and Peace sehr schön dargestellt.
Ja, die grasen 1 Million Jahre später irgendwelche Tiere und dann sagen die, hallo, erinnerst du dich noch an Menschen? Und dann sagt das andere Tier, nö. Und dann essen sie weiter, weil es keine Rolle spielt. Es ist so egal, ob Menschen auf der Erde leben. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Ich zeige euch das gleich nochmal. Wir Menschen, wir leben in Wirklichkeit in einem riesigen Netzwerk, in dem wir ein winzig, so wie ein Mohnkörnchen, so ein kleines Pünktchen sind. Und wenn wir da rausfliegen, dann wird das den Rest der Welt nicht groß stören. Wir haben zwar sehr viel Schaden hinterlassen, aber in Millionen Jahren gerechnet ist das egal. Und hierzu mal ein schönes Beispiel aus dem letzten Vortrag. Das zeige ich ausnahmsweise nochmal, weil ich das wirklich sehr, sehr gut finde, aus Final Destination. Alle sagen so, ja, nächstes Jahr bemühe ich mich mal, ein bisschen was zu ändern, vielleicht. Aber ich gucke mal und dann schauen wir mal. Und die Politik muss sich kümmern und mein Nachbar muss sich kümmern. Also irgendwie klappt das schon. Nee, das ist genau so. Alle reden miteinander und streiten sich. Nein, mir schmeckt aber mein Schnitzel so gut. Ich brauche aber mein Auto. Ich kann nicht mit dem ÖPNV fahren. Die Politik muss sich kümmern. Was ist mit den Chinesen? Lelelele, ne? Und irgendwie, es merken zwar alle, es ist ernst, aber es tut keiner was. Und dann passiert das. La la la, ist mir egal. Then you can just drop fucking dead. Wir reden hier von einer tödlichen Bedrohung. Wir reden nicht von irgendwas, was man so kennt, so ja, ich habe was verloren, hier, ich habe meinen Ring verloren. Das ist super traurig, ne? Es war vielleicht der Ehering, okay, klar. Das ist auch schon für viele Menschen sehr, sehr, sehr schwerwiegend. Wir reden hier von echten Tod ganz vieler Menschen und wenn es so weitergeht, dann halt auch aller Menschen. Das ist ernst gemeint. Also, das ist nicht jetzt irgendwie übertrieben oder so, sondern ich habe euch das heute fast 2 Stunden lang gezeigt. Das ist total ernst gemeint. Und wenn dann natürlich wie hier, das berichtet der Standard aus Österreich, 3000 Menschen bei so einem Klimaprotest festgenommen werden, dann verstehe ich das aus staatlicher Sicht. Dann sagen die ja, okay, die sollen nicht auf der Straße sitzen und nicht stören, sehe ich ja ein. Aber wenn gleichzeitig die 1,5 Grad Klimagrenze überschritten ist, die als absolute, nicht verhandelbare Grenze des schönen, gesunden Lebens von Menschen auf der Erde immer gegolten hat bis Herbst 2023 und jetzt überschritten ist, dann ist das natürlich so eine Sache. Also ich verstehe den Ärger von allen Seiten, aber da gäbe es ja eine Lösung für, nämlich dass einfach jetzt alle mitmachen. Und zwar heute Abend, nicht morgen früh. Und nicht nächstes Jahr, sondern heute. Und dann, glaube ich, dann kämen wir weiter. Ich war dabei, als diese Uhr, die in New York auch läuft, die ihr euch hier runterladen könnt von Scientists for Future in Österreich oder die gibt es auf verschiedenen Seiten, wie die runterläuft und nur über das Kohlenstoffdioxidbudget rechnet, also gar nicht mal über alles andere, was ihr heute gehört habt. Ich habe euch das sehr ausführlich heute erklärt, wie die umgeschlagen ist von wir haben noch 6 Jahre auf 5 Jahre. Das weiß ich noch, da habe ich aufs Handy geguckt und dann stand da eine 6 und dann, als ich das nächste Mal drauf gedrückt habe, also am nächsten Tag war da eine 5 und ich so, 5 Jahre, es ist jetzt Ende 2023. 5 Jahre ist keine Zeit. Macht bitte sofort was, macht bitte jetzt sofort mit. Die anderen müssen auch mitmachen, ist klar. Aber wenn jeder immer nur sagt, die anderen, dann passiert halt überhaupt nichts. Hier nochmal so ein bisschen dargestellt, vom Beginn des, sagen, nennen wir es mal Universums, ja, wie sich dann alles Mögliche bildet, ja, Gase und dann Sterne und Planeten und so weiter und so weiter. Irgendwann hat man genug Wasser und genug Sauerstoff, sodass das auch funktionieren kann für Lebewesen und irgendwann entstehen die. Und guckt euch mal diesen riesigen Abschnitt an, in dem es Leben gibt, ja. Da sind wir Menschen, die kann man überhaupt nicht einzeichnen, hier. Da sind die Neandertaler noch gerade so eingezeichnet und mehr geht schon gar nicht. Hier ist Homo sapiens und hier sind die Großstädte sozusagen eingezeichnet. Wir Menschen, wir sind in dem Maßstab, in dem die biologische Erde mit Leben, also mit allen möglichen Tieren, ja, Seegurken und Adlern und Reis und Lupinen und allem, was ihr kennt, Asseln. Diese ganze Welt, die wird es auch so noch geben. Es gab schon 5 große Aussterbewellen auf der Erde. Richtig große. Wir sind jetzt in der 6. Und jedes Mal gab es hinterher zwar eine völlig andere Zusammensetzung des Lebens. Ne? Zum Beispiel sind auf einmal die Säugetiere groß geworden, die vorher nicht so groß waren. Aber was Menschen angeht, müsst ihr wirklich verstehen, da geht's jetzt geht es wirklich um alles. Ohne Geschwätz. Ich habe es euch jetzt wirklich fast 2 Stunden lang gezeigt. Es betrifft jeden. Es Luft, Wasser, Erde, Menschen, Gesundheit, absolut alles ist davon direkt betroffen, gemessen, ohne Gequatsche. Ne? Und ich danke euch damit für eure Aufmerksamkeit heute aus der Schweiz. Und ich hoffe, dass das vielleicht sogar mein letzter Vortrag sein könnte, weil ich habe euch alles gezeigt, was ich weiß.
Mehr weiß ich nicht. Ich habe euch alles gezeigt, was ihr tun könnt, also privat jetzt tun könnt, so fast alles. Gibt es natürlich noch mehr Möglichkeiten. Wenn ihr noch viele Fragen habt, schickt sie der Ines und mir, dann machen wir vielleicht noch einen Vortrag. Aber das soll jetzt eigentlich der Vortrag sein, der es jetzt mal zusammenbindet. Und was ich jetzt eigentlich am liebsten hören würde, wären nur noch Meldungen mit E-Mails, wo ihr mir zeigt, was ihr wirklich geändert habt. Nicht, ich möchte vielleicht demnächst versuchen, sondern ich habe das gemacht. Dann würdet ihr mir echt einen Gefallen tun und dann hätte ich ein wunderschönes neues Jahr. Und danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr wollt, können wir auch nochmal eine TikTok-Fragerunde machen. Die würden wir aber lange vorher ankündigen. Dann würden wir aber nur TikTok-Fragen machen und ich würde keinen Vortrag halten. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal vielleicht oder hoffentlich in einer Welt, in der sich das alles ein bisschen geändert hat. Tschüss, macht's gut.